Herzlich willkommen zur 8. Berliner Schulleitungstagung. Mein Name ist Martin Roth. Ich arbeite im Bereich der Führungskräftequalifizierung am Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg. Sie sehen hier oben drei Logos. Das ist dieses Jahr eine Neuerung, weil Hamburg und Berlin sich entschlossen haben, diese Tagung in Zukunft gemeinsam zu gestalten. Ja, selbst in sehr großen Räumen wie diesen hätten wir wahrscheinlich nur sehr wenig Menschen unterbringen können. Und deswegen haben wir uns entschieden, diese Tagung online durchzuführen. Wir alle hoffen, dass wir uns im nächsten Jahr wieder physisch und live sehen können. Aber in dieser Situation steckt ja auch eine Chance dahinter. Und diese Chance heißt, dass wir Dinge neu durchdenken können und sehr viel mehr Leute hier heute zuschauen können. Offen sein für die digitale Welt heißt auch, bedeutet auch, sich etwas Neues auszuprobieren, Chancen zu sehen und nicht nur die Schwierigkeiten, die wir mit Sicherheit im Schulsystem immer haben. Manchmal funktioniert etwas in der digitalen Welt nicht gut und manchmal, glaube ich, hatten wir in den letzten Monaten richtige Aha-Erlebnisse, wo Dinge sich ganz neu aufgestellt haben und gestaltet haben. Ja, die digitale Welt besteht aber eben nicht nur aus Tools und Apps und Programmen, sondern sie stellt eigentlich viel weitere Fragen. Wie können wir gut zusammenarbeiten? Wie können wir gut kommunizieren? Welche Erwartungen haben wir aneinander? Und Kinder und Jugendliche lernen heute anders, als sie das vielleicht noch vor 10 oder 15 Jahren getan haben. Und außerdem brauchen diese Kinder und Jugendliche in der Welt, in der sie in der Zukunft leben werden, nochmal andere Kompetenzen. Diese Fragen und andere, die wollen wir mit Ihnen heute diskutieren, besprechen. Wir wollen Ihnen Impulse geben und hoffen, dass Sie das eine oder andere auch in Ihren schulischen Alltag mitbringen können. Ja, Sie sehen den ersten Teil dieser Tagung auf YouTube. Wir möchten Sie ausdrücklich einladen, den Chat zu nutzen. Geben Sie Ihre Ideen, Anregungen, Kritik, auch Zustimmung gerne im Chat bekannt. Herr Jankowski und Frau Hartmann und Frau Kersten, die werden den Chat betreuen. Und wir werden Ihre Ideen und Gedanken aufnehmen und dann auch den Referentinnen am Ende Ihres Vortrags 2 bis 3 Fragen dazu jeweils stellen. Für diejenigen, die sich über das LISUM angemeldet haben, geht es dann nachmittags ab 13.15 Uhr weiter. Wir sind ab 12.15 Uhr dann in dem Raum in AlphaView. Die Links dazu haben Sie bekommen. Und jetzt würde ich gerne erstmal unsere drei Partner vorstellen. Die erste ist Dr. Ellen Überscheer, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Ja, dann, wie es so ist bei neuen Formaten, herzlich willkommen. Ich gehe davon aus, dass wir im Abstand stehen bleiben und Sie beide, Herr Jankowski, Frau von Schachtmeier, sprechen dann nach mir. Ich möchte Sie alle sehr herzlich begrüßen zur 8. Schulleitungstagung, das wurde schon gesagt. Ich bin Ellen Überscheer, Vorständin der Heinrich-Böll-Stiftung und freue mich sehr, dass wir diese Konferenz trotz der veränderten Umstände, die ja auch Thema dieser Tagung sind, auf diese Art und Weise durchführen können. Und ich freue mich natürlich auch über die Kooperation. Im letzten Jahr noch hatten wir 160 Schulleitungen hier zu Gast. Und der Vorteil des Hybriden, des neuen Formates, ist natürlich, dass viel mehr von Ihnen und auch von interessierter Seite teilnehmen können. Und da sehen wir schon, wie uns das große Freilandexperiment Corona und Digitalisierung in ganz neue Erfahrungsräume geführt hat. Ja, wir haben auf bestürzende Weise in Schulen gesehen in den letzten Monaten, woran es fehlt, woran es mangelt, vom verlässlichen Internet bis zur datenschutzkonformen Lernplattform über die Qualifikation von Pädagoginnen und Pädagogen. Aber zugleich haben wir auch Erfahrungen gemacht, wie fühlt sich das eigentlich an? Wie ist das, digital zu unterrichten? Was tritt in der Realität an Problemen auf, aber auch an
Chancen und Möglichkeiten, an die wir vielleicht vorher nicht gedacht haben. Denn bis vor kurzem, auch das haben wir diskutiert, hier in Berlin vor 2 Jahren, haben wir uns in der Frage des digitalen Lernens völlig im Kreis gedreht. Also die digitale Infrastruktur kam schleppend nur voran. Gleichzeitig haben Pädagoginnen und Pädagogen zu Recht darauf hingewiesen, dass Digitalisierung nicht den Vorrang haben darf, sondern die Pädagogik hat den Vorrang. Das hat dazu geführt, dass digitale Lernkonzepte nicht mit großer Geschwindigkeit vorangetrieben wurden, weil es gab ja sowieso keine verlässliche Infrastruktur, sprich WLAN. Das war ein Kreis, aus dem wir jetzt ausbrechen müssen. Das haben wir gesehen durch die Pandemie. Die hat uns auch ein bisschen da herausgerissen. Aber wir werden es nur nutzen können, wenn wir das, was wir an Erfahrungen gemacht haben, als Chance sehen und in Strukturveränderungen tatsächlich umwandeln. Wenn wir diesen Schub nutzen, und der betrifft natürlich die Frage der Bereitstellung verlässlichen digitalen Zuganges, das ist das eine, da können die Schulen nichts dran machen, aber die Frage der Pädagogisierung des Digitalen und der Strukturen, die man dafür braucht, der Lernkonzepte, das alles ist möglich. Und damit beschäftigen Sie sich auf dieser Tagung. Und das wird sehr, sehr fruchtbar sein. Unsere Aufgabe, die wir als Heinrich-Böll-Stiftung sehen, besteht darin, Sie genau darin zu unterstützen. Denn die Institutionen der politischen Bildung haben selber ein elementares Interesse daran, dass digitale Lernkonzepte in der Schule funktionieren. Und wer Anpassungs- und Lernfähigkeit von Schulleitungen und Pädagogen fordert, muss auch sagen, gut, und wie unterstützen wir eigentlich diese wichtige Gruppe der Gesellschaft dabei? Und wir als HBS-Stiftung wollen das natürlich tun. Warum tun wir das? Weil einer unserer Schwerpunkte schon im vergangenen Jahr, das bearbeiten wir weiter und bringen das in die Öffentlichkeit, ist das Thema der öffentlichen Infrastrukturen, die für alle zugänglich sein müssen, und zwar in gleicher Qualität. Da sind die öffentlichen Bildungseinrichtungen und Schulen fraglos dabei und spielen sogar eine zentrale Rolle. Im Herbst, freuen Sie sich drauf, wird unser Infrastrukturatlas erscheinen, der eine große Bandbreite von Infrastrukturen, die in einer Gesellschaft funktionieren müssen, zur Daseinsvorsorge und zur Bildung von Demokratinnen und Demokraten nötig sind. Nachhaltige Investitionen braucht es dafür, das ist klar, aber es braucht Ausstattung und es braucht die Unterstützung derjenigen, die in Schulen Verantwortung übernehmen. Und das sind Sie, liebe Schulleiterinnen und Schulleiter, liebe Pädagoginnen und Pädagogen, die Schule nicht nur verwalten, sondern die wirklich vorankommen wollen mit der Schulgemeinschaft und mit ihren Lehrerkollegien. Ja, wir hoffen, dass diese Tagung für Sie dazu beiträgt, Ihre Arbeit besser zu machen, besser vernetzt, besser informiert und mit mehr Schwung zum Chancen nutzen, auch dann, wenn die Rahmenbedingungen, was sie in den letzten Monaten keinesfalls waren, nicht optimal sind. Ja, wir hoffen, dass das auch dazu beiträgt, einen Schritt nach vorne zu machen in der Frage der Reduzierung von Bildungsungleichheit. Das ist ein Anliegen, das die Heinrich-Böll-Stiftung auch seit langem verfolgt. Und wir sehen, wie sich die Bildungsungleichheit, die Abhängigkeit von der Herkunft der Kinder in der digitalen Welt sogar verschärft, nicht nur fortsetzt, sondern verschärft. Wir haben ein Papier rausgebracht, das weit beachtet wurde, Recht auf Bildung in Zeiten der Pandemie, das 5 Handlungsfelder aufzeigt, wo was zu tun wäre. Und auch an dieser Strecke und in diesem Bereich werden wir weiter aktiv sein. Und wir haben, lassen Sie mich diese Anmerkung machen, gestern in Berlin gesehen, wie wichtig es ist, dass Menschen die Demokratie verstehen, dass sie ihre Rechte so nutzen, dass es der Demokratie zuträglich und nicht abträglich ist und dass sie diese Rechte aber auch kennen. Ja, uns geht es darum, die Strukturen der Teilhabe und der Bildung langfristig zu stärken, sie gerechter zu machen, aber auch resilienter zu machen für Krisen. Liebe Schulleiterinnen, Schulleiter, Sie sind an vielen Stellen gefragt und gefordert und wir wissen es, manchmal auch überfordert. Aber wir, und das ist vor allem Philipp Antoni, unser Fachreferent für Bildung und Wissenschaft,
Wir wollen Sie dabei so gut wie möglich unterstützen. Und ein Aspekt dieser Unterstützung besteht natürlich darin, dass wir eng kooperieren mit dem LISUM in Berlin und Herrn Jankowski und jetzt neu auch mit dem LI in Hamburg mit Frau von Schachtmeier. Und es freut uns sehr, dass ich an die beiden jetzt übergeben darf. Natürlich nicht ohne unseren Technikteam zu danken, dass diese hybride Übertragung und Tagung überhaupt möglich macht. Haben Sie herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen eine anregende und fruchtbringende Tagung. Und übergebe an Herrn Roth. Vielen Dank. Der zweite im Bunde ist Bernd Jankowski, Leiter der Abteilung Schul- und Personalentwicklung am Landesinstitut für Schule und Medien. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Überscheer, für die Begrüßung aus Sicht der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich freue mich, dass ich Sie auch im Namen des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg hier auf dieser Online-Tagung ganz herzlich begrüßen darf. Da Sie vermutlich jetzt allein vor Ihren Monitoren sitzen, möchte ich es für alle nochmal sagen, weil ich nicht in Ihre erwartungsvollen Gesichter schauen kann. Es haben sich weit über 200 Schulleiterinnen und Schulleiter heute angemeldet und weitere Gäste. Und darüber hinaus wird diese Veranstaltung auch in den sozialen Medien gestreamt. Das heißt, wir werden darüber hinaus am Vormittag noch viele, viele weitere Gäste haben. Seit 2013 bildet diese bundesweite Schulleitungstagung ein Unterstützungsangebot des LISUM. Eines, das natürlich auch einen Höhepunkt in unseren Angeboten darstellt. In der Regel gelten unsere Angebote ja den Schulleitungen, den schulischen Führungskräften in den Ländern Berlin und Brandenburg. Viele von Ihnen werden sich wahrscheinlich erinnern, denn wir haben auf unseren Tagungen Stammgäste. 2017, also vor ziemlich genau 3 Jahren, haben wir das erste Mal das Thema Digitalisierung in unsere Tagung gebracht. Und wir nannten unsere Tagung damals Digitalisierung trifft Schule. Damals, man könnte sagen, es ist erst oder es ist schon 3 Jahre her, gab es noch nicht den Digitalpakt Schule und es gab erst recht noch keine Pandemiesituation, aber die Digitalisierung war natürlich schon in vollem Gange. Was damals noch nach einem vertrauten Treffen, nach einem Beschnuppern zwischen Digitalisierung und Schule klang, hat sich in den letzten 3 Jahren für viele Schulen zu einer ganz innigen Beziehung, nicht immer ganz freiwillig, entwickelt. Und diese ist auch mit allen Höhen und Tiefen ausgestattet gewesen. Das wissen wir. Die rasante Entwicklung, besonders in den letzten Monaten, erlauben es uns heute nicht so ganz nahtlos an diese Tagung von vor 3 Jahren anzuschließen. Denn es ist eher, glaube ich, im Moment angebracht, die Frage der Bildung in der digitalen Welt in Zeiträumen zu denken. Wie gehen wir in den Schulen mit dem Thema in Corona-Zeiten um und wie kann sich Schulentwicklung in einer Zeit nach der Pandemie gestalten? Die heutige Tagung, das klang vorhin schon in der Moderation von Herrn Roth an, widmet sich der Offenheit, unserer Offenheit mit dem Umgang der Digitalisierung und die Frage lässt sich weniger nach dem Ob beantworten, denn diese Frage hat sich eigentlich schon geklärt, sondern vielmehr nach dem Wie. Also wie gestalten wir den Umgang mit Digitalisierung in der heutigen Zeit? Und die Geschwindigkeit der letzten Monate und die Umstände, die den Schulen ausgeliefert waren, haben besondere Situationen geschaffen. Führungskräfte müssen schnell handeln und dennoch müssen sie ihre Aktivitäten unter Beachtung aller Rahmenbedingungen stets gut abwägen. Die Covid-19-Krise ist in der Tat besorgniserregend und stellt alles in unserem Leben und in den Schulen auf den Kopf. Die Art und Weise, wie wir jetzt handeln, wird aber darüber entscheiden, wie die Zukunft an den Schulen aussehen wird, sowohl für die laufende Bewältigung der Krise als auch für die allmähliche Erholung. Wie können wir Kolleginnen und Kollegen unterstützen und ihnen Vertrauen entgegenbringen, das sie wiederum brauchen, damit sie Eigenverantwortung übernehmen können? Diesen und weiteren Fragen werden wir uns heute widmen.
Ich freue mich sehr, dass unserer Einladung so viele Expertinnen und Experten gefolgt sind. Und ich möchte an dieser Stelle schon allen Mitwirkenden an dieser Tagung ganz herzlich danken. Ein besonderer Dank gilt unserem langjährigen Kooperationspartner, der Heinrich-Böll-Stiftung. Und die Stiftung hat es heute ermöglicht, dass wir für den Vormittag eine Studioatmosphäre herstellen konnten. Und in diese Studioatmosphäre möchten und können wir auch Sie mit Ihren Fragen und Statements hineinholen. Und dazu möchte ich Sie ganz herzlich einladen, dann im Chat Ihre Fragen zu stellen und Ihre Bestätigung uns und auch Ihre Bedenken vielleicht mitzuteilen. Ich wünsche uns allen eine ermutigende Tagung mit recht vielen Impulsen. Ganz herzlichen Dank. So, herzlichen Dank, Bernd Jankowski. Wie das so bei Live-Veranstaltungen in der digitalen Welt ist, manchmal klappen Sachen nicht und die erste Panne ist schon passiert. Der YouTube-Link, den wir Ihnen vor einiger Zeit zugeschickt haben, der funktioniert nicht. Wir haben ihn gerade neu verschickt. Auf Facebook funktioniert es. In der Kommentarspalte ist auch der richtige Link nochmal hinterlegt. Aber so ist eben das Leben in der digitalen Welt und da fällt es vielleicht ein bisschen mehr auf als in der analogen Welt. Ja, ich freue mich, Christiane von Schachtmeier zu begrüßen aus Hamburg, die heute den Tag mit mir zusammen moderieren wird. Ja, von mir ein ganz herzliches Moin Moin aus Hamburg. Ich freue mich, heute in Berlin auch live dabei sein zu können und diese Tagung mitzuerleben. Ich finde, es ist ein guter Zeitpunkt, die Kooperation zwischen LI Lisum und mit Unterstützung der Heinrich-Böll-Stiftung zu starten. Wir sind zwei große Städte mit ähnlichen Themen und ich bin sehr gespannt, wo wir Gemeinsamkeiten feststellen und wo wir aus Unterschiedlichkeiten lernen können. Und ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen und vielleicht auch ein bisschen vergnüglichen Tag. Gut, dann können wir jetzt starten. Ich freue mich, Dr. Nathalie Knapp begrüßen zu dürfen. Freundschaft schließen mit der Unsicherheit, ermutigende Impulse für künftiges Führungshandeln. Das ist Ihr Thema. Frau Dr. Knapp ist Philosophin und hat sich auf ganz vielfältige Weise damit auseinandergesetzt, wie wir als Menschen und Führungskräfte gut mit Veränderungen umgehen können. Bühne frei für Frau Dr. Knapp. Ja, guten Morgen. Jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen wie, ich mache mal hier noch diesen Tisch zur Seite, okay. Jetzt fühle ich mich gerade so ein bisschen wie bei Wim Wenders im Himmel über Berlin. Da gibt es so eine Szene, die spielt an einer Würstchenbude. Der Schauspieler hat sich gerade einen Kaffee geholt und plötzlich merkt er, dass da ein Engel vor ihm steht. Und dann sagt er, hey, ich kann dich nicht sehen, aber ich weiß, du bist da. Das fühle ich hier. Und genauso geht es mir gerade. Und er sagt dann, ich wünschte, ich könnte dein Gesicht sehen, denn es gibt so vieles, was ich dir gerne sagen möchte. Ich bin dein Freund, Companiero. Das ist sein Text. Und ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich die Böll-Stiftung jetzt gerade mit einer Würstchenbude am U-Bahnhof Günzelstraße verglichen habe und Sie alle zu Engeln erklärt. Aber ich vermute mal, dass Sie gerade ziemlich genauso viel zu tun haben, ungefähr gefühlt 24 Stunden täglich, 7 Tage die Woche für Ihre Schulen im Dienst sind und natürlich auch für die Gesellschaft im Dienst sind. Und ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich heute Morgen die Zeit nehmen, mir zuzuhören. Wie kann man mit seiner eigenen Verunsicherung konstruktiv umgehen? Das ist heute mein Thema, weil ich glaube, dass wir ein positiveres Verhältnis zur Unsicherheit brauchen, um weiterhin handlungsfähig zu bleiben. Denn wir leben in einer Welt, in der sich sehr schnell sehr vieles verändert. Und all diese Veränderungen kommen immer sofort in ihren Schulen an. Ja, Digitalisierung, Migration,
Inklusion, Integration und jetzt eben auch noch dieses Virus. Und natürlich erleben Sie mit diesem Virus gerade trotzdem eine Premiere, denn inzwischen begreifen nicht mehr nur Sie, sondern auch sehr viel mehr Menschen, dass Führung bedeutet, Unsicherheit zu meistern. Und das machen Sie schon lange vor Corona, jeden Tag in Ihren Schulen. Sie kommen jeden Morgen zur Schule und finden für Überraschendes Lösungen. Ja, ganz gleich, ob Einbruch, Rohrbruch, Zusammenbruch, Pandemie. Sie finden für Überraschendes Lösungen, weil Sie gar keine andere Wahl haben. Führung in einer modernen Welt bedeutet, Unsicherheit zu meistern. Und Sie tun das die ganze Zeit. Sie sind wirklich richtig krisenerfahren. Sie sind Expertinnen und Experten der Unsicherheit schon lange. Und ich vermute, dass Ihnen das gar nicht bewusst ist. Aber mich würde es freuen, wenn Sie sich selbst als Expertinnen und Experten der Unsicherheit wertschätzen würden, weil die anderen das eben selten so tun, wie es angemessen wäre. Ich habe in diesem Frühjahr geglaubt und gehofft, dass Sie endlich die Wertschätzung entgegengebracht bekommen, die Sie eigentlich immer verdient hätten, weil Ihre Arbeit grundsätzlich auch jenseits von Corona aus diesen Gründen Hochleistungssport ist. Aber leider ist das eben nicht so eingetroffen, wie ich mir das gewünscht hätte. Und deshalb möchte ich Sie heute gerne dabei unterstützen, dass Sie sich selbst als Unsicherheitsexpertinnen und Unsicherheitsexperten besser wertschätzen können. Denn gemeinhin gehen wir davon aus, es sei unprofessionell, sich unsicher zu fühlen. Aber ich möchte Sie heute gerne vom Gegenteil überzeugen. Denn ich behaupte, wer sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht ab und zu unsicher fühlt, der ist eine Dilettantin oder ein Dilettant. Und zwar aus folgendem Grund. Die Unsicherheit hat ja immer zwei Komponenten. Und die erste Komponente, das ist die äußere Unsicherheit. Und das ist die einfache Tatsache, dass wir vieles im Leben nicht vorausberechnen können. Und das erleben wir eben in den letzten Jahren immer häufiger nach extremen Wetterlagen, bei Terroranschlägen oder eben jetzt beim Ausbruch einer Pandemie. Das ist die äußere Unsicherheit. Aber natürlich erleben wir auch im Privaten immer wieder solche Ereignisse, die unser Leben auf den Kopf stellen und die wir nicht vorhersehen konnten. Todesfälle, Krankheitsdiagnosen, wenn mit den Kindern irgendwas schiefläuft. Das alles gehört zur äußeren Unsicherheit. Und die zweite Komponente der Unsicherheit ist dann erst unsere emotionale Reaktion auf solche unerwarteten Ereignisse. Wir fühlen uns dann schutzlos, ausgeliefert und unvorbereitet. Und das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Aber dieses unangenehme Gefühl überfällt uns nicht, um uns zu ärgern oder uns irgendwas Böses zu tun, sondern um uns eine Botschaft zu übermitteln. Und die Botschaft der Unsicherheit ist ganz einfach. Die sagt uns nämlich, du kennst dich hier nicht aus. Ja, du weißt gerade nicht, wie es geht. Denn das hier ist keine Routinesituation. Hier passiert gerade etwas Unerwartetes und vielleicht sogar etwas ganz und gar Neues. Wer sich unsicher fühlt, der hat also emotional bereits begriffen, dass er hier mit Routine nicht durchkommt. Und das halte ich persönlich für hochprofessionell. Und die Unsicherheit gibt uns gleich auch noch einen Handlungsimpuls mit. So machen wir das alle Gefühle tun. Das ist ihre Funktion. Und der Handlungsimpuls, den uns die Unsicherheit gibt, der ist ganz vage und unklar. Denn weil sie uns ja gerade mitgeteilt hat, dass wir uns hier nicht auskennen, verlangsamt sie unser Handeln. Und wenn man das begriffen hat, ist man schon einen ganzen Schritt weiter. Die Unsicherheit sagt uns nicht, dass hier gerade was Schlimmes passiert. Die sagt uns, dass hier gerade was Neues passiert. Und den Weg, der uns da durchführt, den gibt es noch gar nicht. Der entsteht erst mit jedem neuen Schritt, den wir gehen. Und deshalb geht es auch darum, immer wieder zu prüfen, ob der Boden noch trägt. So wie wir das in den letzten Monaten alle immer wieder getan haben. Ganz vorsichtig, einen Schritt vor den anderen zu setzen und immer wieder zu prüfen, ob der Boden noch trägt. Und vielleicht auch mal wieder einen Schritt zurückzugehen. Auch das haben wir in den letzten Monaten deutlich gesehen, wie wichtig das ist. Und dann ist es so, wie wenn man sich auf einem unbekannten Gelände bei Nacht einen
Weg bahnt. Ja? Es gibt nur eine Sache, die falsch wäre in einer solchen Situation. Und das wäre mal eben schnell irgendein Ziel zu definieren und ohne nach rechts und nach links zu schauen, geradewegs drauf zuzusteuern. Das wäre falsch. Aber es gibt sehr viele angemessene Handlungsmöglichkeiten in einer unsicheren Situation. Und eine davon ist es beispielsweise, erstmal zusammen mit anderen Menschen gründlich darüber nachzudenken. So wie Sie das hier heute tun. Auch wenn wir uns alle nicht sehen können, denken wir heute hier gemeinsam über diese Sache der Digitalisierung nach. Und eine andere Handlungsoption wäre es eben, jemanden zu suchen, der sich mit der Sache vielleicht schon ein bisschen auskennt und ihn oder sie um Rat zu fragen. Auch das tun wir hier heute bei dieser Tagung. Und wenn das alles nicht möglich ist, dann ist eine dritte Option, erstmal die neue Situation, in der man sich befindet, so gut wie möglich zu beschreiben und seine Wissensgrundlage zu vergrößern. Das ist das, was wir in den letzten Monaten alle gemeinsam mit Virusexpertinnen und Experten getan haben. Ja, niemand wusste viel über dieses Virus und wir mussten erstmal in ein geistiges Handeln kommen, um besser zu verstehen, in welcher Situation wir uns jetzt überhaupt gerade befinden. Das alles ist erstmal ein geistiges Handeln. Aber in der Unsicherheit beginnt man eigentlich immer mit einem geistigen Handeln, um dann langsam Schritt für Schritt in ein praktisches Handeln überzugehen. Aber wenn man so, ja, erst in ein geistiges und dann langsam Schritt für Schritt in ein praktisches Handeln kommt, dann nimmt die Unsicherheit meistens ab, weil sie ihre Aufgabe, uns ihre Botschaft zu übermitteln und einen Handlungsimpuls zu geben, erfüllt hat. Das bedeutet, man muss die Botschaften seiner Gefühle verstehen, um angemessen handeln zu können. Denn die Botschaft der Unsicherheit ist ein ganz anders als die der Angst. Die Angst ist ein ganz basales Gefühl, die ist an den Instinkt gekoppelt, weil die ursprünglich dafür da war, unser Überleben zu sichern. Und die Botschaft der Angst lautet, hier geht es gerade ums nackte Überleben. Und deshalb bleiben uns, wenn die Angst einmal da ist, auch nur noch drei Handlungsmöglichkeiten. Wir können angreifen, weglaufen oder uns totstellen. Und zwar möglichst schnell. Ja? Die Unsicherheit verlangsamt unser Handeln und lässt uns den Kopf einschalten. Die Angst beschleunigt unser Handeln und lässt uns den Kopf ausschalten. Und wenn man jetzt aber sich in einer unsicheren Situation befindet und nicht in einer angemessenen Zeit in ein geistiges und dann in ein praktisches Handeln kommt, dann hat man ein Problem. Denn dann bekommt man einen Handlungsimpuls, der der Situation, in der man sich jetzt gerade befindet, überhaupt nicht mehr entspricht. Und dann kann es durchaus passieren, dass angesichts einer Sache wie beispielsweise der Digitalisierung ein ganzes Lehrerkollegium einfach komplett blockiert und gar nichts mehr tut, sich also totstellt. Das ist eine angemessene Angstreaktion. Es kann auch passieren, dass jemand aggressiv reagiert. Auch das werden Sie schon erlebt haben. Bei Kindern wird häufig die Option des Weglaufens gewählt. Auch das bringt selten sinnvolle und gute Ergebnisse. Aber wenn man das jetzt mal evolutionär betrachtet, dann ist das alles ziemlich sinnvoll. Denn wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten vor 50.000 Jahren irgendwo in der Prärie einem Bison gegenübergestanden, dann wäre es nicht sinnvoll gewesen, sich zu überlegen, welcher Gattung der jetzt angehört und ob er vielleicht schon zu Abend gegessen hat. Da mussten sie ganz schnell irgendwas tun, um irgendeine Überlebenschance zu haben. Und da war das Totstellen oder Weglaufen und so weiter eine gute Option. Aber da wir uns heute in unserem kulturellen Umfeld selten in solchen Situationen befinden und die Digitalisierung auch eben nicht so eine Situation darstellt, soll es heute nicht um die Angst gehen, sondern um die Unsicherheit. Und ich behaupte, die Unsicherheit ist nicht nur ein unangenehmer Gefühlszustand, den man möglichst schnell aus der Welt schaffen sollte. Sie hat eine eigene Aufgabe und einen eigenen Wert. Und ich möchte Sie dabei unterstützen, diesen Wert der Unsicherheit etwas besser erkennen zu können. Ich habe Sie ja eben schon alle zu Engeln erklärt. Ich hoffe, Sie verzeihen mir das. Aber jetzt möchte ich noch eine Schippe drauflegen, denn ich möchte Ihnen jetzt ein kleines Gedankenexperiment mit Ihnen machen. Ich möchte, dass Sie sich vorstellen, Sie hätten mehr Macht, als Sie das normalerweise haben. Ich möchte, dass Sie sich vorstellen, Sie wären alle Göttinnen und Götter und Sie hätten die Macht, die Unsicherheit aus der Welt zu schaffen. Allein dadurch, dass Sie das jetzt gleich beschließen. Aber bevor Sie das gleich beschließen,
geben Sie mir noch einmal 10 Minuten Zeit, damit ich Ihnen zeigen kann, was Sie für uns Menschen anrichten, wenn Sie die Unsicherheit abschaffen. Denn die einzige Möglichkeit für uns Menschen, immer vorbereitet und auf der sicheren Seite zu sein, wäre es, die Zukunft zu kennen. Aber um die Zukunft kennen zu können, müsste sie bereits feststehen. Und wenn sie schon feststünde, dann könnte tatsächlich nichts Unerwartetes mehr dazwischenkommen. Aber es gäbe auch nichts mehr, worauf wir hoffen dürften. Aber wenn Sie jetzt gleich die Unsicherheit abschaffen, liebe Göttinnen und Götter, dann nehmen Sie uns Menschen nicht nur die Hoffnung, Sie nehmen uns auch gleich noch die Freiheit. Denn nur weil die Zukunft offen ist, können wir uns einmischen, können mitmischen, dürfen Entscheidungen treffen und unser Leben gestalten. Ohne Unsicherheit keine Freiheit. Und das ist noch nicht alles. Wenn Sie jetzt gleich beschließen, die Unsicherheit aus der Welt zu schaffen, dann nehmen Sie uns Menschen nicht nur die Hoffnung und die Freiheit, Sie nehmen uns noch etwas, was uns sehr wertvoll ist. Und das ist unsere eigene Schöpferkraft, unsere eigene Kreativität. Denn Kreativität und Unsicherheit gehören untrennbar zusammen. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel für die Zusammengehörigkeit von Kreativität und Unsicherheit, das Sie alle kennen, damit haben Sie jeden Tag zu tun. Und das ist die Lebensspanne der Pubertät und der Jugendzeit. Jetzt mal in einem sehr weiten Sinne, sagen wir mal von 12 bis 28. Also die gesamte sozusagen Jugendzeit. Und ich möchte, dass Sie sich für einen Moment an diese Lebensphase zurückerinnern, weil wir alle vergessen, dass wir in dieser Lebensphase alle zu Expertinnen und Experten der Unsicherheit werden. Das ist eine der unsichersten Lebensphasen überhaupt, weil sie alles, was sie da tun müssen, zum allerersten Mal tun. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie wachen morgens früh auf und sehen plötzlich ganz anders aus als gestern. Die Kleider, die Sie jetzt anhaben und die Ihnen so wunderbar stehen, die passen nicht mehr. Nicht nur die Größe passt nicht mehr, auch der Stil ist so vollkommen unpassend geworden, dass Sie sich am liebsten unter der Bettdecke verkriechen würden und nicht mehr aus dem Haus gehen. Ja? Ihre Arme sind zu lang, die Beine sind zu lang, die Füße zu groß, Sie haben Pickel im Gesicht. Sie wollen nicht mehr aus dem Haus, aber Sie müssen, denn Sie müssen ja schließlich zur Arbeit. Und auf dem Weg zur Arbeit fällt Ihnen dann zu allem Überfluss auch noch auf, dass Sie zum allerersten Mal unsterblich verliebt sind. In die schönste Frau des Universums oder den attraktivsten Mann der Welt. Und Sie haben keine Ahnung, ob Sie zurückgeliebt werden. Sie haben deshalb keine Ahnung, weil in Ihrem Gehirn gerade einiges umgebaut wird und Sie zu den Arealen des Gehirns, mit denen Sie die Gefühle anderer Menschen richtig einschätzen können, keinen Zugang mehr haben. Deshalb wissen Sie auch nicht, ob Ihr bester Freund oder Ihre beste Freundin eben mit dem Fahrrad an Ihnen vorbeigesaust ist, weil sie nicht gesehen hat, oder ob er oder sie das absichtlich gemacht haben, weil sie nicht mehr leiden können. Das alles wissen Sie nicht. Und so verunsichert kommen Sie bei der Arbeit an. Sie sind physisch verunsichert, Sie sind psychisch verunsichert. Und dann kommt Ihre Chefin und sagt zu Ihnen, du hör mal zu, ich wollte dich mal darauf vorbereiten, in 5 Jahren müssen wir dich hier entlassen, dann gibt es deinen Job hier für dich nicht mehr. Wie, sagen Sie, wie soll das gehen? Ja, also nicht nur hier bei uns, den gibt es dann überhaupt nicht mehr für dich. Ja, aber wie soll ich denn dann meine Miete bezahlen? Ach, sagt die Chefin, du, mach einfach Fortbildungen in unterschiedlichen Bereichen, dir wird schon was einfallen, das traue ich dir zu. Und genau so geht es diesen jungen Menschen über eine sehr lange Zeit, denn ihr Beruf ist es, Schülerin oder Schüler zu sein. Und diesen Beruf wird es in 5 Jahren für sie nicht mehr geben. Und niemand von uns kann ihnen sagen, was sie genau lernen müssen, um dann einmal ihre Miete bezahlen und in einer Welt, die dann besteht, irgendwie bestehen zu können. Denn viele der Berufe, die vor 20 Jahren relevant waren, die gibt es heute nicht mehr. Und wir wissen noch nicht, welche Berufe in 20 Jahren relevant sein werden. Und es ist ein Wunder der Natur, dass die meisten Jugendlichen so viel existenzielle Unsicherheit unbeschadet überstehen und dann auch noch für die meisten ihrer Probleme eigenständig Lösungen finden. Wir Erwachsenen würden in einem solchen Zustand der radikalen Verunsicherung beim Psychotherapeuten landen, wenn nicht gar in der Psychiatrie. Denn
In der Pubertät geht es nicht nur um die sexuelle Reifung und die Partnersuche, wie man das früher geglaubt hat. In dieser Zeit wird das Gehirn noch einmal vollständig umgebaut und man verliert fast alles, was man schon einmal über das Leben wusste. Das jugendliche Gehirn verzichtet auf Struktur, um eine radikale Erneuerung zu ermöglichen, die nicht nur der Entwicklung des einzelnen Menschen dient, sondern der Entwicklung unserer Gesellschaft dient. Und das ist der Punkt, der sehr häufig vergessen wird. Es geht hier nicht nur um die Entwicklung eines einzelnen Menschen, es geht um die Entwicklung unserer Gesellschaft. Und denn ohne die spezielle Kreativität, die junge Menschen aufgrund dieser radikalen Verunsicherung an den Tag legen, die müssen sich was Neues ausdenken, weil sie keinen Zugriff mehr auf das Alte haben. Ohne diese spezielle Kreativität würden wir als Gesellschaft in den ewig gleichen Traditionen verharren. Und besonders schön sieht man das immer an der Entwicklung der Sprache. Bis vor kurzem wurde ja jedes Jahr immer das Jugendwort des Jahres gekürt. Und vor ein paar Jahren war das ein Wort, an dem man ganz gut zeigen kann, was sich im Gehirn eines Jugendlichen so abspielt. Das war das Wort Smombie. Das ist so ein Kunstwort, das sicher gar nicht oft benutzt wurde. Ein Smombie ist ein Smartphone-Zombie. Und das ist ein interessantes Wort, weil es aus zwei Teilen besteht, die überhaupt nicht zusammenpassen. Ja, der eine Teil kommt aus dem Bereich Technik, Smartphone. Und der andere Bereich, der kommt aus dem Bereich Horror, Zombie. Und diese beiden Teile werden flugs zu einem neuen Wort kombiniert, das den Zeitgeist nicht besser beschreiben könnte. Ein Smombie ist einer dieser Untoten, die immer auf ihre mobilen Endgeräte starrend durch die Straßen laufen und eigentlich gar nicht mehr richtig existieren und zu denen wir inzwischen sehr häufig auch selbst gehören. Und Sie müssen zugeben, dass Ihnen sowas nicht so schnell selbst eingefallen wäre. Oder waren Sie vielleicht schon mal auf einer Restpostenparty? Wenn Sie über 35 sein sollten, vermutlich schon. Denn so nennen Jugendliche die Vergnügungszusammenkünfte ihrer Erzeugergeneration. Dieses jugendliche Gehirn ist durch den Umbau wirklich frei von Mustern und kommt daher sehr viel schneller auf ungewöhnliche Ideen. Ich gebe Ihnen noch ein paar Beispiele, worauf wir alles hätten verzichten müssen, wenn es diese Phase der radikalen Verunsicherung im Leben eines jungen Menschen nicht gäbe. Paul McCartney war 15 Jahre alt, als ihn die Schülerband des damals 17-jährigen John Lennon eintrat. Und Elvis Presley war sogar erst 14, als er sich heimlich bei strengen Rassentrennungsgesetzen und ohne das Wissen seiner Eltern in die Viertel der schwarzen Bevölkerung schlich und sich für Blues und Gospel begeisterte. Und die deutsche Godmother of Punk, Nina Hagen, war 19, als sie ihren eigenen Stil entwickelt hat. Aber nicht nur auf die Musikgeschichte müssen wir verzichten. Auch in der Wissenschaft ist man auf diese besondere Kreativität ganz junger Menschen angewiesen. Albert Einstein war 26 Jahre alt, als er gleich alle vier seiner bahnbrechenden Theorien gleichzeitig auf den Markt geworfen hat. Und die hat er nicht mit irgendwelchen Professorinnen und Professoren an der Universität diskutiert, sondern mit seiner Ehefrau Marina Marik, die auch nicht älter war als er. Und in der Wirtschaft wissen wir das sowieso schon seit langem. Die beiden Herren Larry Page und Sergey Brin waren 25, als sie mit der Suchmaschine Google an den Start gingen. Ja, davor haben sie die Idee entwickelt, den Algorithmus programmiert und das Geld organisiert. Und Greta Thunberg war 15 Jahre alt, als sie sich vor 2 Jahren mit ihrem dilettantisch selbstgebastelten Pappschild vor das schwedische Parlament gesetzt hat und uns alle aus dem Dornröschenschlaf gerissen hat. Die Pubertät ist tatsächlich so etwas wie ein Geniestreich der Evolution. Denn mit dieser Einrichtung hat sie die Verunsicherung biologisch institutionalisiert und ermöglicht uns dadurch oder zwingt uns fast zur Entwicklung einer Kultur. Und falls Sie jetzt einwenden möchten, dass Sie selbst oder Ihre Kinder oder Ihre Schülerinnen und Schüler in dieser Lebensphase überhaupt nicht kreativ waren oder sind, dann muss ich Sie enttäuschen. Denn jede Jugendliche und jeder Jugendliche entwickelt in dieser Lebensphase seine eigene Identität. Und das ist vermutlich der größte kreative Akt, den ein Mensch jemals in seinem Leben vollbringen wird. Zusätzlich ist jede und jeder von denen Teil einer Generation, die die Welt und das Leben ein wenig verändern wird. Das machen nie Einzelne, das machen die immer
alle zusammen. Und wenn Sie jetzt zurückblicken, dann werden Sie sehen, dass auch Sie selbst Teil einer Generation waren, die die Welt und das Leben ein wenig verändert hat. Und von außen mag es so aussehen, als ob die alle nur rumsitzen und gar nichts tun. Aber in Wirklichkeit verändern sie sich selbst und sie verändern die Welt. Und das kostet so viel Kraft und so viel Energie, dass nicht mehr viel übrig bleibt für alles, was Eltern und Lehrer für wichtig und richtig halten. Warum erzähle ich Ihnen das? Ich erzähle Ihnen das aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich tatsächlich glaube, dass wir viele der Herausforderungen, die in den nächsten Jahren vor uns stehen, unter anderem die Digitalisierung, aber auch den Klimawandel, nicht bewältigen können, wenn wir nicht wieder anfangen, diesen jungen Menschen sehr viel früher, sehr viel mehr zuzutrauen, mit ihnen zusammenzuarbeiten und ihnen Verantwortung zu geben. Und unsere Erfahrung mit ihrer speziellen Form der Kreativität zusammenzustricken. Ich habe mich beispielsweise in den letzten Monaten immer wieder gewundert, warum nur so wenige Schulen die Schülerinnen und Schüler gefragt haben, wie sie mit dieser neuen Situation umgehen sollen. Warum die nicht irgendwie mit eingebunden und zu Rate gezogen haben. Denn die haben sehr häufig sehr gute Ideen, denn die wissen genau, was sie brauchen. Ich habe mich wirklich gewundert, ich habe jeden Tag in der Zeitung geschaut, ob ich was darüber lese, dass das jetzt gemacht wird, dass man endlich die auch fragt, was sie denn jetzt in dieser Situation brauchen. Aber das ist nur an ganz wenigen Stellen passiert. Und es gibt aber auch noch einen zweiten Grund, warum ich Ihnen das erzähle. Das ist der eine. Der zweite Grund ist, dass wir diese spezielle Form von Kreativität natürlich nicht nur in der Jugendzeit brauchen, sondern immer dann, wenn etwas Neues passiert. Und diese jungen Menschen, die haben eine Fähigkeit, von der wir uns etwas abgucken können. Die können nämlich aus Grauzonen Kreativzonen machen. Immer dann, wenn die alten Regeln nicht mehr gelten und die neuen noch nicht da sind, entstehen Grauzonen. Das erleben Sie jetzt auch gerade, ja? Wo Sie ständig auf Anweisungen warten, die Sie nicht bekommen. Das sind Grauzonen. Und diese jungen Leute, die können es aus Grauzonen Kreativzonen machen. Grauzonen sind sozusagen die Kreativlabore der Unsicherheit. Und das können wir uns alle von denen abschauen. Denn Kreativität bedeutet, etwas Neues zu erschaffen. Und nicht zu wissen, wie es geht, wie lange es dauert oder ob man das überhaupt schaffen kann, ist die Voraussetzung dafür, dass etwas Neues entsteht. Denn wenn wir schon wüssten, wie es geht, dann wäre das nichts weiter als Routine und Rezept. Und dann würde garantiert nichts Neues dabei herauskommen. Und die Unsicherheit ist dabei kein Mangelzustand. Die ist in der Evolution vorgesehen, um Entwicklung zu ermöglichen. Und das kann man auch üben. Die schönste Übung dafür habe ich von der Improvisationskünstlerin und Autorin Barbara Pachel-Eberhardt bekommen. Das ist eine Österreicherin und sie hat vor etwa 10 Jahren bei einem Autounfall ihren Mann und ihre beiden kleinen Kinder, also ihre gesamte Familie, verloren. Und einige Jahre später hat sie mir gesagt, dass es eine Übung aus dem Improvisationstheater war, die ihr in dieser Situation das Leben gerettet hat. Und es ist eine ganz einfache Übung. Da beim Improvisationstheater entscheidet das Publikum, was gespielt wird an diesem Abend. Die Schauspieler wissen nichts davon. Und das ist so eine Aufwärmübung. Da bekommt man erstmal nur ein Stichwort vom Publikum, sagen wir mal Zoo. Und dann erzählt man sich gemeinsam eine Geschichte. Dann sagt der erste Schauspieler, gestern waren wir übrigens im Zoo. Ja, sagt der zweite. Und dann haben wir die Tiger besucht. Ja, sagt der erste. Und dann haben wir ihnen was zu fressen gegeben. Ja, sagt der zweite. Und dann hatte der Wärter vergessen, das Gatter zu schließen. Ja, sagt der andere. Und dann sind wir weggelaufen. Ja, sagt er. Und dann sind sie uns hinterhergerannt. Ja, sagt er. Und dann sind wir in einen Bus gestiegen. Ja. Und dann haben wir Schokolade gegessen. Und jetzt dürfen Sie die Geschichte weitererzählen, wie Sie wollen. Die beiden können jetzt die Liebe ihres Lebens finden, eine Firma gründen oder ein Bier trinken gehen. Das ist ganz egal. Die einzige Regel in diesem Spiel besteht darin, dass Sie nehmen, was Sie bekommen, und dann schließen Sie an mit Ja. Und man nimmt, was man bekommt und macht etwas daraus. Und das Spiel ist erst dann zu Ende, wenn einer statt Ja und Ja, aber sagt. Gestern waren wir übrigens im Zoo. Ja, aber wir hätten doch auch ins Schwimmbad gehen können. Daraus wird keine Geschichte.
Ja, und entwickelt eine Geschichte weiter. Und ja, aber blockt ab. Und das kann man ganz deutlich spüren, wenn man das ausprobiert. Und Barbara Pachel-Eberhardt hat mir erzählt, dass sie diese Übung so tief verinnerlicht hatte, dass sie selbst in dieser schrecklichsten Situation ihres Lebens sofort wieder angefangen hat, ihr Leben wieder in etwas zu verwandeln, was sie ihr Leben nennen wollte und ihr Leben nennen konnte. Und das hat sie nicht vor dem Schmerz und vor der Verzweiflung bewahrt, die eine solche Katastrophe mit sich bringt. Aber es hat sie davor bewahrt, in diesem Schmerz und in dieser Verzweiflung unterzugehen. Und es klingt jetzt alles sehr privat und persönlich, aber ich möchte Sie bitten, das auch auf die Situation zu beziehen, in der Sie sich als Schulleiterinnen und Schulleiter aktuell befinden. Denn ohne die Bereitschaft zu einem kreativen Ja und kommen wir da nicht durch. Und jetzt dürfen Sie als Göttinnen und Götter Ihre Entscheidung treffen. Wenn Sie beschließen, die Unsicherheit abzuschaffen, verlieren wir Menschen die Hoffnung, die Freiheit und unsere Kreativität. Und wir verlieren die Möglichkeit, uns zu entwickeln. Mich würde es freuen, wenn Sie beschlossen, mit der Unsicherheit Freundschaft zu schließen. Denn es gibt kaum eine Eigenschaft, die in diesen Zeiten dringender gebraucht wird. Vielen Dank. Noch nicht weglaufen. Okay. Nein. Ganz herzlichen Dank. Ja, und ich gestehe, ich bin eine Freundin der Unsicherheit geworden. Und wir haben in unserem Chat gemerkt, dass es auch durchaus andere Kollegen und Kolleginnen bewegt hat. Das sind ja schulische Führungskräfte. Danke nochmal für Ihre wertschätzenden Worte. Ich glaube, das tut gut, das zu hören. Es ist auch nötig, das ist wirklich, wirklich nötig, dass Sie das hören, weil das ist wirklich, was Sie geleistet haben in den letzten Monaten, ganz gleich, ob es schiefgegangen ist oder gut, ist ungeheuerlich. Denn das ist, Krisen bedeuten nicht, dass immer alles glatt läuft, sonst wären es keine Krisen, die Sie da gerade meistern. Krisen bedeuten eben gerade, dass es nicht immer glatt läuft. Und dass Sie das überhaupt geschafft haben, überhaupt irgendein Programm auf die Beine zu stellen, so schnell und so aus dem Nichts, ist wirklich eine Ungeheuerlichkeit. Und dafür verdienen Sie jede Menge Wertschätzung, auch wenn Sie die nicht überall bekommen. Man kann sie sich auch selber holen. Ja, natürlich. Genau. Deswegen muss man sich die selber und sie auch sich die gegenseitig geben. Das ist wichtig. Genau. Mich hat das sehr bewegt, wie Sie von der Angst zur Unsicherheit übergeleitet haben. Und ich glaube, was wir gerade jetzt auch viel in der Gesellschaft spüren, ist ja Angst. Ich glaube, gestern war ein leitendes Thema bei den Ereignissen auch Angst. Mhm. Kennen Sie eine kleine Brücke von der Angst zur Unsicherheit? Tatsächlich ist das eine Kernfrage. Mhm. Und für mich ist die Brücke immer Beziehung. Mhm. Wirklich, ich wüsste keine bessere Brücke. Auch Psychotherapeuten arbeiten und Therapeutinnen arbeiten mit dieser Brücke. Weil jemand, der in der Angst ist, tatsächlich an seinen Verstand nicht mehr rankommt. Das ist so gewollt. Genau. Und Beziehung ermöglicht, dass aus der Angst wieder eine Unsicherheit werden kann. Denn wir sind ja tatsächlich in einer unsicheren Situation. Ja, das ist ja die Wahrheit. Und für manche Menschen ist auch die Angst das angemessene Gefühl, wenn sie zu einer hohen Risikogruppe gehören, dann ist ihr Leben tatsächlich bedroht. Aber für uns, die meisten von uns, ist die Unsicherheit das angemessene Gefühl, dass eben sich an Regeln halten, dass schauen, was macht dieses Virus, wie können wir uns davor schützen. Und ich glaube, ohne Beziehung ist es nicht möglich. Dazu passt die zweite Frage. Mhm. Herr Eichler bezieht sich nochmal auf die Pubertät. Mhm. Er hat das Wort geschöpft, die digitale Pubertät. Mhm. Das finde ich auch sehr schön. Und da ging es ja auch viel darum, wie stellen wir eigentlich auch Beziehung her und Bindung her in dieser Phase. Und er fragt, digitale Pubertät braucht Orientierung und Führung. Wie kann diese hoffnungsvolle Zukunft gelingend gestaltet werden? Also noch ein Freund der Unsicherheit fragt hier. Tatsächlich befinden wir uns ja alle gerade in einer digitalen Pubertät, nicht nur diese jungen Menschen. Ne? Darüber werden wir nachher sicher noch sprechen, deshalb möchte ich nicht so viel vorwegnehmen. Aber dieses eine Bild. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Zeit haben oder ob ich das lieber besser nachher sage. Ja, also es gibt so ein schönes, vielleicht haben Sie Harry Potter gelesen, da gibt es so ein schönes Instrument, das ist ein Portschlüssel. Ja.
Und dieser Portschlüssel ist ein Instrument, das jeden Menschen zu jeder x-beliebigen Zeit an jeden x-beliebigen Ort transportieren kann. Und bei Harry Potter sehen die alle sehr unauffällig aus. Ja, das ist dann ein zerbeulter Kochtopf oder ein alter Schuh. Und zwar deshalb, damit wir Muggles, wir Normalmenschen, da nicht so oft dran fassen und uns aus Versehen ins Haus eines bösen Zauberers transportieren lassen und so weiter. Und wir alle haben so einen Portschlüssel jetzt in unserer Hosentasche. Und wir haben es verpasst, die so unauffällig wie möglich zu gestalten. Und wir fassen da alle die ganze Zeit dran. Und das ist tatsächlich... Und bei Harry Potter sind diese Portschlüssel ziemlich gut gesichert, weil da kann ziemlich viel mit schief gehen. Und wir alle haben noch nicht geschafft, uns Passwörter für unsere Portschlüssel vernünftig und so weiter. Und das ist richtig eine Riesenaufgabe, nicht nur für die Jugendlichen, sondern für uns alle Erwachsenen, weil wir alle immer wieder im Haus von irgendwelchen bösen Zauberern und Zauberinnen landen, uns irgendwelche Sachen kaufen, die wir nicht brauchen und viel schlimmere Dinge als das. Und tatsächlich befinden wir uns alle in diesem Moment. Bei Harry Potter darf man das erst eigentlich nutzen, wenn man erwachsen ist oder an der Hand eines Erwachsenen. Das müssen wir jetzt leisten. Das muss Schule jetzt leisten. Und das ist vielleicht wichtiger im Moment als der Faust. Oder ich bin Literaturwissenschaftlerin, ich halte den Faust für durchaus etwas sehr, sehr Entscheidendes. Aber im Moment drängt die Zeit für diese Dinge. Ich danke Ihnen. So, das war viel, das war sehr viel Anregung. Und ich denke, wir haben uns jetzt eine kleine Pause verdient. Wir sehen uns in 10 Minuten wieder. Wir sind super pünktlich in der Zeit. Um 10 Uhr geht es hier weiter. Dann mit Herrn Professor Marz. Dankeschön. Ich freue mich, dass Professor Kai Marz heute Zeit gefunden hat, hier in die Heinrich-Böll-Stiftung zu kommen. Er ist der Direktor des DIPF, dem Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Und sein Thema ist, wie Schule in der digitalisierten Welt aussieht. Herzlich willkommen, Professor Marz. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Schule in der digitalisierten Welt, Lehren, Lernen, Steuern, heute, morgen, übermorgen. Sie werden sich jetzt sicherlich fragen, was kann ich Ihnen darüber erzählen, wo Sie doch in den letzten Wochen, Monaten, ja das ganze letzte Schuljahr genau mit den Herausforderungen konfrontiert waren. Und als empirischer Bildungsforscher hat man ja oder ist man in der Situation, dass man versucht, die Gegenwart zu verstehen, indem man die Vergangenheit analysiert und dadurch Schlussfolgerungen für die Zukunft zu ziehen. Und das möchte ich auch ganz gerne in dem Vortrag, den 25 Minuten, gerne versuchen. Ich möchte nach einer kurzen Einleitung im Prinzip 3 Themen anreißen und die eigentlich auch eher holzschnittartig zeichnen, um dann hoffentlich im Ausblick einige Ideen oder Thesen zu entwickeln, die meines Erachtens wichtig sind, wenn wir Schule heute denken, Schule, die ganz stark durch Unsicherheit gekennzeichnet ist, dass wir Kompetenzen erlernen müssen, verinnerlichen müssen, von denen wir vielleicht in der Vergangenheit noch nicht gedacht haben, dass sie notwendig sind. Lassen Sie mich in der Einführung anfangen mit einigen Zahlen, die ich Ihnen zeige, die symbolisieren sollen, in welcher Dynamik wir eigentlich in den letzten Jahren oder 2 Jahrzehnten gestanden haben. Sie sehen auf den Folien, ich werde nicht auf jede einzelne Folie, auf jede einzelne Zahl eingehen, sondern Sie sollen das versuchen zu illustrieren, was ich erzähle. Sie sehen hier auf der linken Seite, dass sich die Zahl der Internetzugänge in den Haushalten in den letzten 20 Jahren von quasi 0 auf über 90% verändert hat. Also Internet ist in den Familien, in den Haushalten angekommen. Und wenn Sie auf die andere Seite der Abbildung sehen, dann sehen Sie, dass sich hier eine große Dynamik vollzogen hat. Und zwar, dass sich in den letzten 18 Jahren auch bei den Jugendlichen der Besitz eines Smartphones, der ja letztendlich auch in irgendeiner Weise einen Internetzugang voraussetzt, in einer Weise vervielfältigt hat, dass man heute davon ausgehen kann, dass im Prinzip jeder Jugendliche ein solches Endgerät verfügt. Was wir im Prinzip nicht machen, ist genau diese Realität auch schon im schulischen Kontext mit zu berücksichtigen. Interessant ist auch, dass diejenigen, die das Internet nutzen, die verschiedene digitale Endgeräte nutzen, immer jünger werden. Das ist also nichts, was erst mit dem Jugendalter beginnt, sondern das ist etwas, was im Kindesalter, möglicherweise auch schon in der Zeit, wenn wir vor der Schule sind.
Was wir auch sehen, dass Digitalisierung unsere Lebensbereiche voll durchzogen hat. Bildung selbst, Bildungsprozesse sind schon hochkomplex und lassen sich im Prinzip nur sehr schwer beschreiben, welcher Lehr-Lern-Prozess soll wann, wie, wo organisiert werden, mit welchen Medien arbeitet man. Und jetzt kommt die Frage, mit welchen digitalisierten Medien kann man arbeiten und in welcher Weise können digitalisierte Technologien den Lehr-Lern-Prozess unterstützen, optimieren, ihn besser machen, ihn zugänglicher machen für Schülerinnen und Schüler, die teilweise von herkömmlichen Angeboten noch nicht in der Weise erreicht werden, wie wir uns das vorstellen. Wir sehen aber auch, und das soll die Abbildung ein Stück weit verdeutlichen, dass die Digitalisierung im Bildungskontext eingebunden ist in Digitalisierungsprozesse, die unsere gesamte Lebenswelt durchschreiten. Und das hat zur Folge, dass sich letztendlich auch der Anspruch an Bildung, der Anspruch an Schule verändern muss, wenn wir mit dieser Verwobenheit von Digitalisierung in der Gesellschaft, in allen Lebensbereichen, in der Arbeitswelt umgehen wollen. Und was wir versucht haben, für den nationalen Bildungsbericht unterschiedliche Formen, die Digitalisierung in Bildungskontexten hat, zusammenzufassen. Das sind Organisationsmittel. Wie organisieren sich Schule, Schulalltag? Wie organisieren Lehrkräfte ihren Unterricht, insbesondere in Zeiten, wenn wir im Fernunterricht sind oder in hybriden Formen zwischen Fern- und Präsenzunterricht entsprechend wechseln müssen? In welcher Weise werden digitale Technologien als Lehr-Lernmittel eingesetzt? Also zum Lernen, zum Verinnerlichen, zum Sich-Erarbeiten von Gegenständen, die wir im schulischen Kontext als wichtig erhalten. Lehr-Lern-Werkzeuge sind eine weitere Form. Also wie kann ich bestimmte Technologien nutzbar machen? Wie kann ich sie wirklich kreativ benutzen, mit diesen Technologien arbeiten? Auch das ist etwas, was letztendlich Gegenstand von Digitalisierung in schulischen Kontexten ist. Und die letzte Dimension, die man sicherlich beschreiben kann, ist die Frage, in welcher Weise Digitalisierung selbst zum Lehr-Lern-Gegenstand wird. Welche Kompetenzen braucht es von jungen Menschen? Welche Kompetenzen braucht es aber auch vom pädagogischen Personal? Welche Kompetenzen brauchen Schulleitungen, um in dieser sich mehr und mehr digitalisierenden Welt zurechtzufinden und den Anforderungen entsprechend auch gerecht zu werden? Also ein großer Kranz von Funktionen, von Herausforderungen, die letztendlich den schulischen Alltag, die ihre Arbeit täglich unterstützen. Digitale Lernwelten außerhalb und innerhalb von der Schule. Das lässt sich im Prinzip so beschreiben, wenn Sie hier Zahlen sehen, die aus der letzten internationalen Studie zur Nutzung von digitalen Technologien und Computer veröffentlicht sind, kann man im Prinzip sagen, dass die Nutzung von digitalen Technologien mittlerweile Realität in der Alltagswelt, in den Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen sind, dass sie aber noch nicht Realität in den schulischen Kontexten sind. Und wir merken immer wieder, wie wir von der analogen Welt sprechen, wie wir von der digitalen Welt sprechen. Aber genau das, meines Erachtens, ist schon der erste Fehler, den wir machen. Denn wenn wir unsere beruflichen Welten anschauen, dann gibt es nicht die analoge Welt, dann gibt es nicht die digitale Welt, es gibt die Berufswelt. Und die Welt, auch die Alltagswelt, ist eine Welt, in der digitale und analoge Sichtweise, Handlungen verschmelzen. Und das, glaube ich, ist eine große Chance, dass wir auch diese Verschmelzung in den schulischen Kontext integrieren können. Wenn wir uns die Nutzung von digitalen Technologien in schulischen Kontexten ansehen und auch im internationalen Vergleich betrachten, dann sehen wir, dass wir in Deutschland nicht nur ein geringeres Maß der quantitativen Nutzung haben, sondern teilweise letztendlich auch eine vergleichsweise geringe Anregungsqualität. Also, wo werden digitale Technologien genutzt? Oftmals werden sie als Lehr-Lern-Werkzeug benutzt, beispielsweise in Form von Präsentationssoftware zur Unterstützung, Rahmung von Präsentationen, von Vorträgen. Wir sehen, dass innovative Technologien oder digitale Technologien als Lehr-Lernmittel in Form von Simulationen beispielsweise in unseren Kontexten noch vergleichsweise wenig genutzt werden. Das heißt, wir haben hier ein großes Anwendungspotenzial, das es noch zu heben gilt. Und wir haben das auch gesehen in der Zeit der Schulschließung, wie unterschiedlich Schulen in dieser Zeit reagiert haben. Schulen, denen es ganz schnell gelungen ist, von dem Präsenzunterricht in den Fernunterricht umzustellen, und Schulen, die sich aus unterschiedlichen Gründen ganz schwer getan haben damit. Was man, glaube ich, sagen kann,
bei aller Wertschätzung, die notwendig ist, um die Situation der letzten Wochen und Monate bewältigt zu haben, die auch notwendig ist, um die Herausforderungen zu bewältigen. Denn wir sind, anders als man das gemeinhin sagt, weit weg vom Regelbetrieb im Schulkontext, sondern wir sind in einer Sondersituation und dieser muss man sich meines Erachtens immer wieder bewusst machen. Ja, wie sehen schulische Entwicklungsbedarfe aus, wenn man sich einfach mal in Form einer Abbildung anschaut? Es geht gar nicht darum, dass Sie jetzt auf dieser Abbildung versuchen, alle Farben zu sehen. Aber hier dargestellt ist, inwiefern gibt es denn einheitliche Vorgaben, in welcher Weise Digitalisierung, Inhalte digitaler Lernmethoden in den Ausbildungen zum Lehramt verankert sind. Und wir sehen, dass es hier in unterschiedlichen Bereichen eine große Heterogenität zwischen den Bundesländern gibt und dass es bei weitem nicht so ist, dass wir einheitliche Regelungen haben, weder einheitliche Regelungen in den einzelnen Ländern noch einheitliche Regelungen über die verschiedenen Bundesländer hinweg. Das scheint meines Erachtens ein ganz wichtiger Punkt zu sein, denn wir brauchen so etwas wie Standards, auch Standards in der Lehrerbildung. Wir brauchen Standards beim Umgang mit digitalen Technologien in Lehr-Lern-Kontexten, so wie wir das auch in der vermeintlich analogen Welt immer wieder haben. Was wir sehen, wenn wir Lehrkräfte fragen, welches Potenzial digitale Technologien haben, dass wir hier eine unterschiedliche Einschätzung der Lehrkräfte haben. Man sieht aber im internationalen Vergleich, dass die Potenziale deutlich geringer eingeschätzt werden, als das in anderen Staaten der Fall ist. Insbesondere, wenn es darum geht, digitale Technologien auch zur Individualisierung, zur individuellen Förderung zu nutzen oder aber auch als Medium des gemeinschaftlichen Lernens. Wir haben in Deutschland so ein bisschen ein Vorurteil, dass Digitalisierung in Bildungskontexten immer so etwas mit Robinson Crusoe zu tun hat. Das ist der Einzelne, die Einzelne, der oder die vor dem Rechner sitzt und da mit dem Rechner irgendwie kommuniziert. Aber man kann viel mehr machen. Die Möglichkeiten sind vielfältig und müssten meines Erachtens auch entsprechend vielfältiger für die Lehr-Lern-Kontexte im schulischen Bereich genutzt werden. Wenn man die Lehrkräfte fragt, wie sie selbst ihre Kompetenzen einschätzen, dann sieht man auch hier im internationalen Vergleich große Unterschiede. Also eher eine zaghafte Einschätzung der eigenen Kompetenzen. Was, glaube ich, auch, wenn man sich die Fortbildungsbedarfe anschaut, die Fortbildungsaktivitäten, meines Erachtens ein sehr realistisches Bild ist. Wenn man sich nun anfragt, Sie als Schulleitungen, Sie sind eine Schlüsselfigur für die Führung, für die Entwicklung Ihrer Schule und bei weitem nicht nur im Bereich der Digitalisierung, sondern letztendlich für die Schule und Unterrichtsentwicklung insgesamt. Und wenn man hier in diese internationale Studie schaut, dann sieht man, dass die Lehrkräfte der Digitalisierung, digitalisierungsbezogene Ziele insgesamt als sehr wichtig einschätzen und das auf unterschiedlichen Dimensionen. Wenn man sich aber dann weiter anschaut, in welcher Weise der Digitalisierung auch eine oberste Priorität für die Schul- und Unterrichtsentwicklung beigemessen wird, dann findet man ein deutlich anderes Bild. Dann sieht man beispielsweise, dass es nur ein Drittel oder dass es ein Drittel der Schulleitungen gibt, die sagen, Digitalisierung ist im Prinzip überhaupt nicht prioritär an meiner Schule. Und das, glaube ich, sind Effekte, vor denen wir jetzt nicht mehr die Augen verschließen können. Die Situation der letzten Monate hat mehr als deutlich gemacht, dass Digitalisierung etwas ist, was Schule durchdringen muss, was Schule nicht nur im Bereich von irgendwelchen Clouds, von irgendwelchen Lernplattformen erreicht, sondern dass Schule als lernende Organisation durchdringen muss. Und da liegt meines Erachtens eine große Herausforderung. Das ist völlig selbstverständlich, dass Sie als Schulleitung das nicht alleine meistern können. Sie brauchen Unterstützung dabei, Sie brauchen Fortbildung, Sie brauchen die Handreichung der Kultusministerien. All das sind meines Erachtens Punkte, die es in der Zukunft viel stärker gilt, in den Blick zu nehmen. Und damit komme ich, bevor ich zum Ausblick einige Thesen formulieren möchte, zum letzten Bereich, in dem ich Digitalisierung und Organisationsentwicklung zusammenbringen möchte. Ich habe es jetzt schon angedeutet, Digitalisierung ist nicht etwas, was irgendwie passiert, sondern Digitalisierung ist eingebettet in den gesamten Kontext der schulischen Entwicklung. Und so wichtig wie die
digitale Ausstattung ist. Natürlich brauchen Schulen den Zugang zum Internet. Natürlich brauchen Schulen die entsprechende WLAN-Ausleuchtung im Schulgebäude und auf dem Schulgelände. Natürlich brauchen die Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte entsprechende Technologien. Wir sollten aber meines Erachtens heute, im September 2020 uns nicht mehr so viel Zeit darauf verwenden, über diese technischen Dinge zu reden, sondern wir müssen eher darüber nachdenken, wie können wir letztendlich die Potenziale, die in der Digitalisierung steht, für den pädagogischen Prozess, für den Lehr-Lern-Prozess nutzbar zu machen, im Sinne, dass wir eine Schul- und Lernkultur an der Schule in den Vordergrund rücken. Und wenn ich mir erlaube, die Situation der letzten Monate so ein bisschen zu reflektieren und zu analysieren, dann ist mein Eindruck, dass Schulen, die nicht nur im Bereich der Digitalisierung gut aufgestellt waren, diesen Wechsel vom Präsenz in den Fernunterricht hervorragend hinbekommen haben, sondern Schulen, in denen Digitalisierung eingebettet war in vielfältige Schulentwicklungs- und Unterrichtsentwicklungskonzepte. Und da halte ich es wichtig, auch den Fokus drauf zu setzen. Und wenn man sich vorstellt, die Förderung digitaler und fachlicher Kompetenzen steht möglicherweise im Fokus, dann ist das aber nicht nur etwas, was im Unterricht stattfindet. Das bezieht die Organisationsentwicklung der Schule, das bezieht die Kooperationsentwicklung, wo völlig neue Wege gegangen werden können. Das ist die Technologieentwicklung, die nicht die Schule alleine machen muss, sondern Schule ist eingebettet in einen Lebensraum, in einen Sozialraum, in den es auch Wirtschaft, Industrie gibt, die man viel stärker auch für schulische Kontexte nutzbar machen kann. Und natürlich, insbesondere für Sie als Schulleitung, ist die Personalentwicklung etwas ganz Wichtiges. Wenn Digitalisierung, wenn Schulentwicklung gelingen soll und möchte, dann muss es Ihnen gelingen, als Führungskraft in der Schule das Kollegium mitzunehmen, zu überzeugen, voranzugehen, Ideen entwickeln, Umsetzungsmöglichkeiten zu zeigen. Es muss Ihnen gelingen, die Schülerinnen und Schüler mitzunehmen, die Begeisterung, die bei den jungen Leuten vorhanden ist, nutzbar zu machen für ihre Entwicklungsarbeit als Führungskraft in der Schule. Und Sie müssen natürlich auch die Eltern, die Familien mitnehmen, auch die mit gewissen Vorbehalten, die Familien, die zu Hause möglicherweise nicht die Möglichkeiten haben, an digitalen Angeboten zu partizipieren. Das ist eine große Herausforderung, das ist mir bewusst. Ich bin mir aber sicher, dass wir diese Herausforderung meistern müssen, wenn wir die Schule fit machen wollen für die nächsten Jahre. Lassen Sie mich eine Folie zu dem Thema Digitalkompetenzen Ihnen zeigen. Was meint man eigentlich darunter? Vermeintlich hat man ein sehr technisches Verständnis von Digitalkompetenzen. Mir scheint es aber wichtig zu sein, dass Digitalkompetenzen viel mehr ist. Und wir haben uns auch das für den Nationalen Bildungsbericht angesehen und versucht, ein bisschen zu systematisieren und haben im Prinzip drei große Blöcke herausgearbeitet, die letztendlich dem Bereich der Digitalkompetenzen umrahmen. Das sind natürlich technologische Komponenten wie Handhabung und Anwendung, auch die Gestaltung und Entwicklung von bestimmten Technologien. Es sind medien- und informationsbezogene Komponenten. Und da scheint mir ganz wichtig zu sein, das, was Sie oben in der Folie sehen, die Auswahl und die Bewertung. Ich versuche das immer so ein bisschen beschreiben. Das ist eine ganz zentrale Kompetenz, vor die junge Menschen gestellt werden, aber auch Sie als Schulleitung, wir als Wissenschaftler, letztendlich die gesamte Gesellschaft. Das sind Filterkompetenzen. Wir müssen aus dieser irrsinnig umfänglichen Welt Informationen herausfiltern, von denen wir sagen, ja, das ist die Information, mit der ich weiterarbeite, die kann ich gut verknüpfen mit einem anderen Informationsstrang. Und da müssen wir meines Erachtens dran arbeiten. Und ja, Digitalkompetenzen haben auch eine soziale Komponente. Die Art und Weise, wie verändern sich Interaktionen, wie verändern sich Kommunikationen. Wir haben in den letzten Monaten alle gemerkt, dass sich unsere bewährten Kommunikationsstrukturen völlig verändert haben. Es ist im Prinzip nichts mehr so, wie es ist, im Kleinen wie im Großen, in der Kommunikation mit Teams, aber auch in der Art und Weise, Sie sehen das anhand der Veranstaltung, wie wir Veranstaltungen machen, das alles wird letztendlich auch weiter Änderungsprozessen ausgesetzt sein. Und ich halte es für wichtig, dass Schulen hier immer auf der Höhe der Zeit sind, die Entwicklungen mitreflektieren, ja, auch die Entwicklungen mitgestalten. Lassen Sie mich
zum Ausblick kommen und 10 Thesen ganz kurz formulieren. Digitalisierung, bislang offene, aber meines Erachtens noch nicht hinreichend geklärte Fragen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, mit welchen Kompetenzen eigentlich ein Schüler die Sekundarstufe 1 oder 2 verlassen soll. Das heißt, auch mit welchen kommt er in die Schule hinein? Also die Frage der Input- und der Output-Definition. Die Frage von Standards wäre hier sicherlich eine, die man thematisieren muss, die meines Erachtens aber noch nicht hinreichend offen ist. Die zweite Frage wäre die der technologischen Kompetenzen. Was müsste eigentlich eine Lehrerin im Kranz an didaktischen Fähigkeiten haben, um genau diese Möglichkeiten auch umsetzen zu können? Welche Kompetenzen brauchen Sie als Schulleitungen letztendlich? Also die Frage der Professionalisierung des pädagogischen Personals ist eine, die an Bedeutung gewinnen wird. Wie können wir digitale Technologien in den Fachunterricht gewinnbringend einsetzen? Eine Frage, wie Sie halt Unterricht entwickeln, wie Sie Schule entwickeln. Wie können Sie die Kompetenz, die Sie im Schulhaus haben und nicht nur in den Lehrkräften, sondern auch bei den Schülern und deren Eltern. Sie haben ja ein ganz großes Potenzial, dass auch viele Eltern letztendlich in dem Bereich sehr stark unterwegs sind. Vierter Bereich ist die Frage, wer entwickelt eigentlich auf der Basis fachdidaktischer und unterrichtspsychologischer Forschung digitale Materialien? Sind es halt nur die Angebote, die möglicherweise Verlage machen, oder sind es andere Angebote? Also hier ist die Entwicklung von Unterrichtskonzepten gefragt. Hier geht es darum, Interventionen zu entwickeln, die gemeinsam mit der Forschung zu implementieren, zu analysieren und zu evaluieren. Entschuldigung. Letztendlich die Frage, wie können digitale Medien genutzt werden, um auch das Wissen auszulagern. Also vielleicht noch sehr technokratisch anmutende Begriffe wie Maschine-Mensch-Interaktion ist etwas, was, glaube ich, in der Zukunft von großer Bedeutung ist. Die Frage der künstlichen Intelligenz, auch da kann man sich vorstellen, dass es durchaus Bereiche gibt, die hier schon viel weiter sind als wir in unseren schulischen Kontexten. Wie gelingt es den Schulleitungen, den Kollegen in ihren Schulen, Konzepte digitaler Bildung zu implementieren? Die Frage natürlich, wie steuere ich, wie mache ich Personalentwicklung, wie mache ich Schulentwicklung? Auch hier werden wir möglicherweise neue Wege gehen müssen, um die Möglichkeiten, die jetzt im System liegen, auch nutzen zu können. Dann, wie kommt die Information über das, was digitale Medien schon jetzt im Bereich der Schule leisten können, dann auch wirklich bei den Adressaten an, bei der Bildungspolitik, der Forschung, der Lehramtsausbildung und letztendlich auch in der schulischen Praxis? Denn wir fangen nicht bei Null an. Wenn wir im internationalen Kontext sind, dann gibt es viele Länder, die schon viel, viel weiter sind, für die Digitalisierung von Schule schon Gegenwart ist. Und wir können von diesen Ländern lernen und wir müssen auch nicht jeden Fehler nochmal machen, sondern der Austausch scheint mir hier besonders wichtig zu sein. Also, wie kann ein intelligentes Informationsmanagement aussehen? Wie können Transferprozesse aussehen? Welche Beiträge leisten digitale Medien und Werkzeuge zur Qualitätssicherung und zur Entwicklung von Schule? Hier stellt sich die Frage des Bildungsmonitorings, der Bildungsstandards, in welcher Weise können halt digitale Technologien hier Unterstützung leisten, um das Bildungssystem weiter qualitätsvoll zu entwickeln. Wie lässt sich die Vergleichbarkeit der verschiedenen Angebote herstellen? Auch hier die Frage von Standards, die Frage von Monitoring. Auch hier kann man einfach sagen, wenn man die Situation der letzten Monate sich betrachtet, dann haben wir keine Standards gehabt. Weder im Kleinen noch im Großen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir Standards brauchen, dass wir Benchmarks brauchen, an denen sich gerade auch Schulleitungen orientieren können, an denen Schulleitungen mitarbeiten können, um sie letztendlich zu gestalten. Und der letzte Punkt, die Frage, in welcher Weise tragen digitale Medien und Werkzeuge zur Lösung von übergreifenden Herausforderungen des Bildungswesens bei? Auch hier scheint es mir wichtig zu sein, Ziele zu setzen. Was kann Schule im Kontext von Digitalisierung, was kann sie aber auch nicht leisten? Wir dürfen sie nicht überfrachten mit verschiedenen Zielen. Insofern ist es wichtig, auch immer wieder realistische Einschätzungen zu geben über die Möglichkeiten, aber auch über die Grenzen von digitalen Angeboten in schulischen Lehr-Lern-Kontexten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, herzlichen Dank, Professor Marz. Daniela Nicolai hat formuliert, dass sie sagt, es ist schwierig, so etwas wie digitale Standards zu definieren, weil eben diese Welt so sehr volatil ist und sich so sehr schnell ändert. Also vielleicht war das vor 10 Jahren noch Thema, Jugendlichen beizubringen, wie man eine E-Mail schreibt. Heute ist das ehrlich gesagt schon wieder ein Thema, weil die das gar nicht richtig können. Aber wir haben da noch gar nicht über Themen wie künstliche Intelligenz, Integration in den Unterricht oder sogar Programmierung von künstlicher Intelligenz gesprochen. Das heißt, das ganze System ist sowieso so wackelig und so schnell wandelig, Standards sind doch da gar nicht zu definieren. Ja, ich würde das genau umkehren, gerade weil dieses System in einer Weise mobil ist und sich schnell entwickelt, brauchen wir halt auch Standards. Ansonsten bekommen wir irgendwann einen Wildwuchs und haben überhaupt gar keine Vorstellung mehr, was passiert eigentlich im System. Die Frage, wie Standards aussehen, die ändert sich möglicherweise. Es geht sicherlich ja, vielleicht auch eher um elementare Dinge, wie schreibe ich in eine E-Mail, die länger als 160 oder 140 Zeichen ist. Das kann man sicherlich sagen, aber es geht doch eher um die Frage so der Metakompetenzen, die dahinter liegen. Dass ich das reflektiere, was ich da mache und dass ich mir dessen bewusst bin, das, was da passiert, ist etwas, was im Prinzip im Internet von niemandem in irgendeiner Weise kontrolliert wird. Und ich muss diese Filterkompetenz, die ich vorhin angesprochen habe, die muss ich, glaube ich, verstärken. Für die Integration in den Prozess des Unterrichts beispielsweise finde ich es schon wichtig, dass man über Standards redet und auch fragt, was nutze ich eigentlich für Angebote? Wichtig scheint mir hier, dass wir den Lehrkräften und den Schulleitungen nicht die Verantwortung geben dürfen, hier ist ein riesengroßes Feld, sucht euch mal das Passende raus. Da muss Unterstützung kommen, ansonsten wird man hier ganz schnell überfordert werden. Denn wie in vielen Bereichen gibt es auch in der Digitalisierung Licht und da, wo Licht ist, ist auch Schatten. So ist es. Thomas Eichler hat nochmal fokussiert auf diese Kombination. Ich glaube, er hatte sehr stark Bilder von der Schule im Kopf. Wie können wir eigentlich digitale und analoge Welt zusammenbringen? Also das sieht er als eine der Herausforderungen an, die im Moment irgendwie in den Schulen herumschwirren, weil die zeitliche Struktur ist 45 Minuten von 8 bis 14.30 Uhr sind alle Kinder in Abständen in irgendwelchen Räumen. Ne? Ja, ich glaube, also meine Beobachtung ist, dass wir hier wirklich noch in zu engen Grenzen denken. Also wir haben, das ist so meine Beobachtung der letzten Monate, wenn wir von Digitalisierung reden, dann immer, naja, das passiert nicht in der Schule. Ne, weil die Schulen zu sind, passiert Digitalisierung zu Hause. Ja, das musste jetzt so sein. Und wir wissen auch, dass es große Herausforderungen waren und dass auch vielen Schulen nicht gelungen ist, genau diesen Digitalisierungswandel hinzubekommen. Und das ist auch, und das muss man, glaube ich, auch sagen, dass es teilweise noch nicht ausgereifte Konzepte von Digitalisierung gibt. Das Digitalisieren eines analogen Arbeitsblattes, das ich verschicke, die Familien analogisieren das wieder, indem sie es ausdrucken, die Kinder bearbeiten es, es wird wieder digitalisiert und an die Lehrkräfte verschickt. Ich glaube, das ist nicht Digitalisierung, sondern die Art und Weise, wie kann man damit wirklich diesen Prozess des Lernens, wie kann man dort eingreifen? Und das kann natürlich auch in schulischen Kontexten passieren. Also für mich ist Digitalisierung auch gar nichts, was ausschließlich nur dann relevant ist, wenn wir von Fern- oder von hybriden Unterrichtsformen sprechen, sondern wie kann ich wirklich diese Möglichkeiten nutzen? Wie kann ich halt auch Kommunikationsmöglichkeiten nutzen? Wie kann ich beispielsweise Gruppenarbeiten nutzen? Wie kann ich Simulationstechnologien für schulische Projektarbeiten nutzbar zu machen. Also da gäbe es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die man, glaube ich, nutzen kann, wo gerade das Digitale und Analoge zusammengreifen. Und gleichzeitig würde ich auch immer betonen, auch wenn es extrem wichtig ist, diesen Schub, den wir jetzt im System haben, mitzunehmen, gleichzeitig an der einen oder anderen Stelle auch immer noch mal einen Schritt zurückzutreten und zu fragen, ist das jetzt richtig, was wir machen? Wo ist es möglicherweise auch zielführend, gerade nicht in die digitale Welt einzutauchen? Wo ist es möglicherweise zielführender, in der analogen Welt zu bleiben? Wenn man sich da in die fachdidaktische Forschung einliest, dann würde man sagen, naja, das Lesen lernen und Schreiben lernen, nach allem, was wir wissen, ist etwas, das passiert halt in der analogen Form möglicherweise nachhaltiger als in der digitalen. Was nicht heißt, dass sich das ändern kann. Diese Dynamik, die wir haben, die kann ja auch dazu führen, dass sich die digitalen Angebote so weit verändern, dass sie auch viel besser werden. Gleichzeitig gibt es
extrem gute Angebote, beispielsweise jetzt in den Sommerferien von einigen Bundesländern leider nur nutzbar gemacht, wie man Lernrückstände von Grundschulkindern im Bereich Lesen, Schreiben, Rechnen diagnostizieren kann und dann auch über die Ferne Angebote machen kann, um diese Rückstände auch aufzuheben. Also da ist ganz viel Potenzial, ich sage jetzt nicht im System, sondern in den Systemen. Und wir müssen diese unterschiedlichen Systeme auch erstmal zusammenzubringen. Sie haben vorher ausformuliert, die Ergebnisse Ihrer Untersuchung, dass Lehrkräfte in anderen Ländern ein höheres Potenzial im Digitalen für das Lernen der Kinder und Jugendlichen sehen. Und zwar auch zum Teil deutlich höher, als das deutsche Lehrkräfte tun. Haben Sie da eine Analyse, warum das so ist? Naja, das ist eigentlich im Prinzip möglicherweise eine ganz einfache Erklärung, weil insbesondere in den Ländern nicht nur die Lehrkräfte das wichtiger finden, die haben auch die Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Okay. Die haben die technischen Voraussetzungen, die Tatsache, dass eine Lehrkraft auch ein Endgerät hat, die wird halt nicht diskutiert. Und ich finde einfach schade, dass wir so viel Zeit darauf verwenden, dass wir sagen, eine Lehrkraft braucht einen Laptop. Ich meine, jeder Wissenschaftler würde doch sagen, jeder wissenschaftliche Mitarbeiter, wenn ich in dem Institut arbeite, dann erwarte ich, dass mein Arbeitgeber mir ein Arbeitsgerät zur Verfügung stellt und dass ich mir das nicht selbst kaufe. Und dass wir darüber Gedanken und Zeit verschwenden, finde ich eine absolute Ressourcenverschwendung. Das muss selbstverständlich sein. Und da dürften wir meines Erachtens jetzt auch gar nicht mehr lange drüber diskutieren, sondern das muss akzeptiert und umgesetzt werden. Punkt. Die Schulen haben sich ja im Rahmen des Digitalpakts sehr beschwert darüber, dass sie lange Konzepte schreiben sollten, pädagogischer und didaktischer Art, wie sie die Digitalisierung umsetzen sollen, bevor sie die Technik bekommen. Sie haben, so habe ich Sie gerade verstanden, einfach stellt das mal hin, es werden die Dinge kommen. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja und nein. Also ich halte es schon für wichtig, dass man eine Idee hat, was mache ich eigentlich? Also die Tatsache, dass ich Breitband in den Schulen habe, die Tatsache, dass alle Schülerinnen und Schüler Laptops haben, führt ja noch nicht dazu, dass wir eine digitale Schule haben oder dass wir bessere Digitalisierung haben. Das wird die Voraussetzung sein. Aber ich finde, es muss immer noch auch reflektiert werden, warum mache ich das eigentlich? Und wir sind jetzt halt in eine Situation gekommen, wo man sagen könnte, wir haben eigentlich jetzt gar nicht die Zeit zu reflektieren. Wir müssen jetzt machen. Und gerade wenn wir in so einer solchen Zeit des Machens sind, halte ich es auch wieder wichtig, auch aus der Perspektive des Bildungsmonitoring, dass wir auch das begleiten, was da eigentlich passiert, um wirklich auch zu wissen, ja, was machen jetzt die einzelnen Schülerinnen und Schüler mit den Angeboten? Kommt es denn den Schülerinnen und Schülern auch wirklich zugute? Ist es denn auch möglich, dass man mit digitalen Technologien die soziale Schere abbauen kann? Oder wird sie nur größer dadurch? Das heißt, ich muss ganz spezifische Zielsetzungen haben und die muss ich dann umsetzen. Sonst wird es so gehen, das ist so ein vielleicht ein Negativbeispiel, wenn wir 15 Jahre Ganztag in Deutschland anschauen oder Ganztagsforschung, dann finden wir immer ganz hohes Ziel. Der Ganztag soll dazu führen, dass die Kompetenzrückstände von leistungsschwachen Schülern angehoben werden und dass die sozialen Ungleichheiten abgebaut werden. Wir finden keine Studie, die das zeigen kann. Und warum nicht? Weil die Ganztagskonzepte in der Regel, in der Breite, nicht darauf ausgerichtet sind. Natürlich gibt es Schulen, die das explizit machen, aber in der Breite ist es nicht. Und deswegen halte ich es auch wichtig, diese Konzepte zu haben. Denn das Beste, sehen Sie mir das nach, dass ich das als Wissenschaftler sage, das Beste, was der Praxis hilft, das ist wirklich meine tiefe Überzeugung, ist eine gute Theorie. Das ist Ihr Vorrecht. Ganz herzlichen Dank, Professor Marz. Herzlichen Dank für die Impulse. Und ich denke, wir machen dann um 10.45 Uhr weiter. Bis dann. Herzlich willkommen zurück aus der Pause und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen jetzt Verena Pauster begrüßen darf. Frau Pauster, darf ich Sie bitten? Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Frau Pauster, ich habe Sie wahrgenommen als Vorkämpferin für die digitale Bildung. Sie stehen dafür, dass alle Kinder chancengleich, das finde ich dabei besonders wichtig, Zugang zur digitalen Bildung erhalten sollen, vom Kita-Alter an. Auch das finde ich erstaunlich. Sie sind Gründerin der Haber Digitalwerkstätten und initiierten den größten Bildungshackathon, Hashtag Wir für Schule. Und ich bin sehr gespannt, was Sie uns jetzt erzählen wollen, aus vielen Ihren Dank. Vielen Beobachtungen und Erfahrungen. Dankeschön. Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ein bisschen Zeit mit Ihnen zu verbringen, auch wenn es natürlich besondere Zeiten sind.
Und ich glaube, seit März machen wir alle gemeinsam das größte Bildungsexperiment mit, was seit Jahrzehnten an den Schulen stattgefunden hat. Hätte uns jemand Anfang des Jahres gesagt, dass Kinder flächendeckend Fernunterricht machen würden, dass sie zu Hause säßen, während die Lehrer auch zu Hause sitzen und wir das alle gemeinsam hinbekommen würden, dann hätten wir den oder diejenige, glaube ich, für verrückt erklärt. Und dann sind wir im März mit sehr kurzer Ankündigung alle in dieses kalte Wasser gesprungen. Und ich erinnere mich noch sehr gut, ich bin Mutter von 3 Kindern, als am Freitag die Nachricht kam, dass ab Montag die Schulen geschlossen sind, war das auch erstmal für uns Eltern ein großes Umdenken. Denn Homeoffice ging weiter, beziehungsweise war auch neu, Haushalt ging weiter und plötzlich hatten wir unsere Kinder zu Hause, Kita-Kinder, Schulkinder. Und das war ein Alltag, der, glaube ich, viele gerade am Anfang, aber auch im Laufe der Zeit sehr an ihre Grenzen gebracht hat. Und das Gleiche haben Sie auch erlebt. Von einem Tag auf den anderen waren Lehrer und Lehrerinnen gezwungen, mit digitalen Geräten, so sie überhaupt vorhanden waren, mit ihren Schülern und Schülerinnen zu Hause zu sprechen, Unterricht zu machen. Und Sie als Schulleiter und Schulleiterin waren Sorgentelefon für Eltern, Schüler und Lehrer. Gleichzeitig mussten Sie sich durch diesen Wust an Tools, Möglichkeiten wühlen, kriegten wenig Orientierung, was ist eigentlich datenschutzkonform, was darf ich jetzt eigentlich einsetzen. Und das war für uns alle, glaube ich, eine ganz große Belastungsprobe. So, und jetzt wäre es so einfach zu sagen, lass uns doch in diesem kalten Wasser jetzt nicht mehr allzu lange bleiben, lass uns ans allvertraute Ufer zurückschwimmen und Wunden lecken, abtrocknen und hoffentlich geht's dann weiter, wie wir es alle bisher kannten. Und ich möchte Ihnen eigentlich heute Mut machen zu sagen, schwimmen wir doch weiter. Trauen wir uns in diese neuen Gewässer vor? Haben wir vielleicht sogar richtig Lust aufs neue Ufer? Und machen wir zusammen dieses Bildungsexperiment auch in einer Zeit weiter, wo es vielleicht nicht mehr notwendig ist, im Moment schon noch, aber vielleicht in Zukunft nicht mehr, sondern machen wir es aus Überzeugung weiter, weil wir unsere Schüler und Schülerinnen zu Gestalter der Zukunft ausbilden wollen. Und warum ist das eigentlich wichtig? Wenn man Eltern, auch vielen Lehrer und Lehrerinnen und so zuhört, dann hört man sehr oft, die Kinder hängen schon genug vor den Geräten. Die sind Digital Natives, die können das alle. Ab dem Kindergartenalter wird geswiped, der Home-Button gedrückt, mit digitalen Geräten umgegangen, als sei das irgendwie ihre natürliche Umgebung. Und ich glaube, was wir dabei aber verwechseln, ist, dass unsere Kinder zwar qua Muttermilch oder Prägung oder Sozialisierung digitale Konsumenten sind, wir es aber bisher nicht schaffen, sie zu Gestaltern dieser digitalen Welt auszubilden. Und ein Beispiel ist TikTok und Discord und Twitch und YouTube und Fortnite. Das sind alles Anwendungen, die intuitiv nutzen können. Das sind aber keine Anwendungen, wo sie selber ins Gestalten kommen. Nur die allerwenigsten kreieren auf den sozialen Medien Content. Die meisten konsumieren diesen Content. Und warum ist es deswegen so wichtig, dass wir das Thema digitales Gestalten und Lernen in den Schulen beibringen? Erstens, damit unsere Kinder nicht den Anschluss später verlieren. Und was meine ich damit? Es gibt eine neue UN-Studie, dass 65% der heutigen Grundschüler in Jobs arbeiten werden, die wir heute noch nicht kennen. 65%. Das heißt, wenn wir Humboldt folgen und sagen, wir wollen an den Schulen mündige Bürger und Bürgerinnen der Welt von morgen ausbilden, dann ist Mündigkeit eben in Zukunft auch die Fähigkeit, sich an sehr stark verändernde Umfelder anzupassen, sehr große Unsicherheit auszuhalten, ja, sie vielleicht sogar zu umarmen und Kreativität zu leben. Denn wenn wir etwas noch nicht kennen, dann können wir es heute auch noch nicht beibringen. Dann können wir nur die Fähigkeit beibringen, mit dem Unbekannten umzugehen. Und der zweite Grund, warum es so wichtig ist, dass das Thema digitale Bildung Einzug in die Schulen erhält, ist digitale Chancengerechtigkeit. In der Corona-Zeit hat sich gezeigt, der Verband Bildung und Erziehung hat es erhoben, dass 2,4 Millionen Kinder in Deutschland von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht sind. Und diese 2,4 Millionen Kinder haben in den Corona-Zeiten noch mehr verloren. Denn häufig war es genau in diesen Haushalten so, dass es keinen Drucker gab, keinen Computer, da kein Lernen ankam, es keine Eltern gab, die gesagt haben, ich setze mich jetzt mal neben dich und erkläre dir was, weil dein Lehrer oder deine Lehrerin vielleicht noch nicht per Videokonferenz mit dir verbunden sind oder dir anderweitig helfen können.
Und diese Kinder haben ja dann nicht kompensiert, indem sie im Wald gespielt haben oder indem sie am Wohnzimmertisch Brettspiele mit ihren Eltern gespielt haben, sondern da war häufig die Kompensation Fernsehen und digitale Spiele. Als wir in Brennpunktschulen letztes Jahr vor Corona zu Gast waren, war das Argument der Lehrer und Lehrerinnen, warum die Kinder dort dem Unterricht häufig nicht folgen können, an allererster Stelle Müdigkeit. Müdigkeit, weil sie die halbe Nacht vor Spielen wie Fortnite saßen und am nächsten Morgen nicht in der Lage waren, dem Unterricht zu folgen. Und die digitale Bildung wird ihr Versprechen nicht einlösen, die soziale Schere, die wir sowieso im Bildungsbereich in diesem Land haben, zu verkleinern, wenn die einen Kinder nachts Fortnite spielen und die anderen Kinder von ihren Eltern zum Programmierunterricht gefahren werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Schulen ausstatten für die Zukunft und dass digitales Lernen in der Schule stattfindet, damit es alle erreicht und nicht eine Frage des Elternhauses bleibt. So, und wie sieht sie aus, diese digitale Infrastruktur an den Schulen? Da wird ja fast täglich im Moment in den Medien drüber gesprochen. Da gibt es zuallererst den Digitalpakt. Und vielleicht da mal ein paar Fakten rund um den Digitalpakt und wie er sich aktuell darstellt. Im März letzten Jahres wurde er beschlossen. 5 Milliarden wurden damals ausgelobt für WLAN, also für Breitbandausbau, für Internet und für Geräte an den Schulen. Nicht für Dienstgeräte für Lehrer und Lehrerinnen. Das ist jetzt erst in der Corona-Krise offensichtlich geworden, dass man die vergessen hatte beziehungsweise nicht dachte, dass das so nötig sei. Und das ist erstaunlich. Also wenn ich normalerweise an die Digitalisierung eines Unternehmens oder einer Umgebung, einer Behörde oder so denke, dann denke ich ja zuallererst daran, dass diejenigen, die dort arbeiten, ein Gerät brauchen, um teilzunehmen. Das ist jetzt letzte Woche nachgezogen worden. Da wurden weitere 500 Millionen genehmigt für Dienstgeräte für Lehrer und Lehrerinnen. Und das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, denn wenn wir was gesehen haben in Corona-Zeiten, ist, dass dann viele zu Hause ihr eigenes Gerät genutzt haben, ihre eigene private E-Mail-Adresse und dass das nicht die Infrastruktur sein kann, die es braucht, um an den Schulen voranzukommen. Von diesem Digitalpakt ist laut einer Abfrage im Bundestag von gestern rausgekommen, dass bisher 15,7 Millionen Euro ausgeschüttet wurden. Das sind 0,03% des Digitalpakts. So, da können wir jetzt sagen, naja, da ist uns Corona dazwischen gekommen, da konnte jetzt keiner diese Medienkonzepte erstellen, da konnte jetzt die Behörde nicht sich damit beschäftigen, dass diese Gelder allokiert werden. Aber 15,7 Millionen und Sie werden es an Ihren Schulen kennen, bei wie wenigen von Ihnen ist schon Geld angekommen. Und selbst wenn Sie zu den Vorreitern gehörten, die im März letzten Jahres gesagt haben, ich habe jemanden in meinem Kollegium, der sich diesem Thema annehmen kann, selbst wenn Sie gesagt haben, wir sind jetzt Early Mover, wir machen das jetzt sofort, denn es ist jetzt wichtig, dann war bei Ihnen wahrscheinlich auch häufig die Realität, dass Sie zwar Ihr Konzept eingereicht haben, aber der Schulträger erst so lange gewartet hat, bis alle Schulen seines Berits eingereicht hatten, bevor er das ans Land weitergereicht hat. Und deswegen gibt es ganz viele Schulen, die seit März oder April letzten Jahres mit einem eingereichten Medienkonzept darauf warten, dass Geld an sie fließt, weil andere Schulen noch nicht angefangen haben. Und auch das ist Bildungsgerechtigkeit, dass wenn man sich auf den Weg macht und dass wenn man was verändern möchte, dass man dann auch einen Output seiner Arbeit sieht. Und ich glaube, jetzt gerade in Corona-Zeiten ist es keine Frage mehr, wofür brauchen wir diese Infrastruktur? Welches Medienkonzept können wir vorlegen? Jetzt geht es darum, einfach die Grundlage dafür zu schaffen, dass wenn hybrider Unterricht uns noch sehr lange begleitet, das heißt, ein Teil der Kinder zu Hause ist oder alle, wir nicht so aufgeschmissen sind wie im März und April. Und das gesagt, wissen Sie auch, dass Geräte, die wir heute bestellen, wahnsinnig lange Lieferzeiten haben. Es bestellen gerade alle Geräte, nicht nur die Schulen, sondern auch alle anderen Unternehmen haben aufgerüstet in dieser gleichen Zeit. Und vorgestern sagte eine Schulleiterin zu mir, wir haben bestellt, wir haben Digitalpaktgelder bekommen und die Geräte kommen in 6 Monaten. Das heißt, es ist ja trotzdem nicht so, dass es morgen losgeht. Und umso wichtiger ist, dass wir jetzt nicht die Zeit mit Bürokratie verschwenden, sondern dass wir jetzt Soforthilfe an den Schulen zulassen. Und noch eine Sache ist da wichtig. Was dürfen wir denn überhaupt einsetzen? Viele von Ihnen werden die letzten Monate damit verbracht haben, Schlupflöcher zu suchen, andere zu fragen, was darf ich überhaupt machen? Welches Videokonferenz-Tool ist richtig? Welches Gerät soll ich jetzt eigentlich anschaffen? Denn die Gefahr, das falsche Gerät jetzt schnell zu kaufen, ist extrem groß. Und ein Beispiel macht das vielleicht deutlich.
eine Studiendirektorin aus Bayern, mit der ich letzte Woche sprach, sagte, um wirklich guten Unterricht zu machen, brauche ich für das digitale Gerät einen Stift. Denn ich erarbeite Inhalte mit meinen Schüler und Schülerinnen zusammen. Das ist meine große Stärke als Lehrerin. Ich schmeiße nicht das Ergebnis per Beamer an die Wand und sage, hier habe ich schon für euch zu Hause mal vorgerechnet oder diesen Lateintext habe ich für euch schon mal markiert, sondern das möchte ich in Echtzeit machen. Da möchte ich mit den Schülern an der virtuellen Tafel ihre Gedanken einfließen lassen, durchstreichen, neue Verbindungen herstellen. Und das geht mit Tablets, mit Stift sehr gut. Und da hat sie sich jetzt 3 bis 4 Monate eingearbeitet. Welches Tablet ist gut? Was gibt es dann für Inhalte auf diesem Tablet? Was hilft den Lehrern, direkt diesen Unterricht zu machen? Und dieses Best Practice, was so häufig an der Front passiert, was so viele ihrer Kollegen und ihres Kollegiums jeden Tag erarbeiten, das müssen wir sichtbarer machen. Denn häufig ist diese Bildungsdiskussion in diesem Land eine unheimlich abstrakte. Dass einfach vermeintliche Experten und Politiker miteinander reden, was man alles mal müsste und so. Und sie werden ganz häufig denken, warum fragt uns denn keiner? Wir machen das doch jeden Tag. Es ist ja nicht so, als ob wir hier mit unseren Kollegen sitzen und in die Luft gucken. Wir haben ja schon Lösungen gefunden. Die mögen vielleicht noch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Die mögen vielleicht auch noch nicht immer funktionieren. Und vielleicht haben wir, was Datenschutz angeht, auch noch nicht die volle Transparenz, was wir eigentlich dürfen. Aber wir machen uns schon jeden Tag die Hände schmutzig. Und deswegen ist mein großer Appell, seien Sie weiter so laut wie möglich. Nehmen Sie nicht in Kauf, dass andere über Sie reden, mischen Sie sich selber ein. Und ich glaube, es gibt viele Initiativen, gerade in dieser Zeit, die endlich mal denjenigen eine Stimme geben, die das jeden Tag tun und nicht nur über sie hinwegreden. Und was mit digitaler Bildung auch einhergeht, sind Raumkonzepte. Also wenn man jetzt gerade an den Schulen überlegt, wie kriege ich das eigentlich hin mit dem Abstand? Die Kinder haben zwar eine Maske auf, nicht alle müssen sie im Unterricht tragen, wenn sie an ihrem Platz sitzen. Aber wie bewege ich mich eigentlich durch Schulgebäude? Dann sind das sehr starre Vorgaben. Und wenn aber die Kinder eh eine Maske tragen müssen außerhalb des Klassenzimmers, na dann nutzen wir doch die Flure mehr, den Schulhof, Theater, die gerade leer stehen, Museen, die vielleicht nicht so gut besucht sind. Werden wir kreativ und sagen uns, es ist eh schon eine für die Schüler und Schülerinnen sehr absurde Situation. Jeder sitzt auf seinem Platz, nimmt die Maske ab, bitte nicht zu nah an seinen Mitschüler. Zum Teil kommen die gerade erst zum ersten Mal in die Schule, in der 1. oder 5. Klasse. Und lernen sich eigentlich gar nicht richtig kennen. Wie toll sind denn gerade in dieser Zeit kreative Konzepte und Ausprobiermöglichkeiten? Also seien Sie da weiterhin so flexibel und mutig und lassen Sie Ihr Kollegium neue Wege gehen. Und lassen Sie mal die Schüler auf den Treppen des Flures oder des Schulgebäudes sitzen und da Unterricht machen. Die brauchen auch wieder ein bisschen mehr Spaß und Lust an der Gemeinsamkeit. Denn wenn wir eins gemerkt haben in Corona-Zeiten, egal wie digital die Welt in Zukunft sein wird, die Rolle der Lehrer und des Lehrers und der Lehrerin und ihre Rolle war nie so wichtig wie da. Inhalte sind zum Teil angekommen, Lernen fand irgendwie statt, aber was vermisst wurde, war der soziale Kontakt. Und zum ersten Mal haben, glaube ich, Schüler und Schülerinnen auch wirklich ihre Lehrer vermisst. Also zumindest war das bei uns zu Hause der Fall, dass sie mich irgendwann nicht mehr sehen konnten und sich gewünscht hätten, da wäre mal wieder einer, der es ihnen richtig erklärt. Also insofern auch bei Raumkonzepten wieder Raum zum Atmen zu schaffen, ist, glaube ich, genau der richtige Impuls im Moment. Und vielleicht noch eine Idee, die mir über die Sommerferien kam, wo ich da saß und dachte, Mann, das ist aber auch ein dickes Brett, was wir hier alle zusammen bohren. Das ist ja nichts, wo man jetzt sagt, wir spielen jetzt mal ein Update auf die Schulen und dann läuft das. Was gibt es denn für Ideen, die gerade kostenlos sind, die schnell wirken und die trotzdem helfen? Und eine Idee, die so banal ist, aber die ich gerne mit Ihnen teilen möchte, ist, bitten Sie doch jede Lehrer und jeden Lehrerin an Ihrer Schule, für eine Klasse eine Liste zu machen. Welche Kinder können qua Ausstattung zu Hause und Betreuungskapazität der Eltern ohne Probleme auch wieder zu Hause lernen, sollte ein Corona-Fall an der Schule auftreten? Welche können das auf keinen Fall, weil ihnen die Infrastruktur fehlt und die Eltern in systemrelevanten Jobs arbeiten oder sich nicht um ihre Kinder kümmern können? Und welche könnten es im Notfall?
Und wenn wir jetzt so eine Liste in jedem Klassenraum liegen hätten, wo drauf steht, diese 14 Kinder können eigentlich sofort nach Hause. Da wird keine Mutter, kein Vater anrufen und sagen, oh, warum habe ich die denn jetzt hier schon wieder sitzen? Da wird immer noch Lernen ankommen können. Dann kann man eben, wenn ein Corona-Verdachtsfall auftritt an der Schule, nicht gleich die ganze Schule schließen, nicht gleich die ganze Klasse nach Hause schicken und Gefahr laufen, dass die Hälfte wieder nichts mitbekommt, sondern dann kann man sagen, aus jeder Klasse nehme ich die 14, 13, 15, bei denen das geht, sofort raus und verteile die anderen mit Abstand auf die Klassenräume. Und diese pragmatischen Lösungen, die müssen wir uns jetzt noch eine ganze Weile trauen. Denn the new normal wird noch sehr lange new bleiben und noch sehr lange nicht normal sein. Und deswegen möchte ich Sie ermutigen, genau diese Lösung weiter umzusetzen und voranzugehen und zu zeigen, wie wir es machen können. Und mit digitalen Geräten und neuen Raumkonzepten geht auch neuer Unterricht einher. Denn wie meine Vorredner schon gesagt haben, es geht nicht darum, jetzt auf einem digitalen Gerät eine Matheaufgabe zu lösen, die ich vorher auch wunderbar mit Papier und Stift hätte lösen können. Es geht nicht darum, jetzt ein Arbeitsblatt zu bearbeiten, was ich auch schon vorher bearbeitet habe. Das ist keine digitale Bildung und dann wird der Unterricht eher schlechter, da wir durch technische Barrieren eigentlich viel mehr damit beschäftigt sind, die Technik zum Laufen zu kriegen, als den Unterricht zu vermitteln. Wie können wir also ganz neu denken, ohne alles, was wir bisher haben, über Bord zu schmeißen? Und da möchte ich Ihnen einfach ein paar Beispiele nennen, die Sie hoffentlich inspirieren und verstehen lassen, warum digitale Bildung so viel mehr sein kann, als PDFs per E-Mail zu verschicken. Das eine ist ein sehr großes Konzept von Margret Rassfeld, die den Friday sich ausgedacht hat und gesagt hat, wie kommen wir eigentlich dazu, mehr fächerübergreifenden und projektbasierten Unterricht möglich zu machen. Und die hat sich überlegt, was wäre, wenn einen Tag die Woche das Kind an einem Projekt arbeitet, wo es selber den Weg bestimmen darf, wo es selber wählen darf, nehme ich ein digitales Gerät, nehme ich analoge Inhalte, bastel ich, nutze ich ein 3D-Programm, baue ich einen Bio-Kiosk oder programmiere ich vielleicht ein Spiel, wo einfach das Kind selber anfängt, seine Tools zu wählen, ob die analog oder digital sind, und selber ins Machen zu kommen und Kreativität zu entfalten. Und das sind dann Tage, an denen Unterricht verschwimmt. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Bauen wir ein Corona-optimiertes Klassenzimmer. Jetzt können wir das in einem 3D-Programm bauen. Wir können es malen. Wir können es in Minecraft zum Leben erwecken. Dann können wir es in Mathe vermessen und überlegen, wie viel Abstand müssen die Schreibtische haben, wie groß muss der Raum eigentlich sein, damit 28 Kinder reinpassen. Wir können in Deutsch einen Aufsatz darüber schreiben. Den können wir mit Stift und Papier schreiben. Den können wir in einem Textbearbeitungsprogramm schreiben. Können wir auch als Podcast einsprechen oder ein Video aufnehmen und auf einem Klassen-YouTube-Kanal teilen. Und dann können wir im Sachkundeunterricht das Robert-Koch-Institut uns angucken und Recherche betreiben, was müssen wir eigentlich alles für Auflagen erfüllen, und lernen dabei gleich Quellen zu verifizieren und zu gucken, wie finde ich eigentlich im Internet die richtigen Informationen. Und so ein Projekt umfasst also vier Fächer und ist trotzdem ein gemeinsames Ziel, in das wir reinarbeiten. Und ich glaube, das weckt bei Kindern Kreativität, ihre eigenen Mittel zu wählen, wie sie sich ausdrücken wollen. Ein weiteres Beispiel dafür ist das Gedicht Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Eins meiner Lieblingsgedichte, und in Corona-Zeiten musste mein Sohn es auswendig lernen. Und weil er das Gedicht nicht vor seinem Klassenlehrer vortragen konnte, hat er ein Video aufgenommen. Und weil er wusste, er darf sich ausprobieren und die Schulstunde endet nicht in 30 Minuten und er kann da ein bisschen mehr Zeit investieren, hat er angefangen, einen Hintergrund zu basteln. Und er ist sonst nicht im Verdacht, zu viel zu basteln oder zu künstlerisch sich zu engagieren. Einen Hintergrund gebastelt mit einem Birnbaum, einen Strohhut aufgesetzt, seinen Bruder gebeten, dieses Video von ihm zu machen, natürlich lauter Filter draufgelegt, damit das alles noch viel cooler aussah. Musik hinterlegt, dem Ganzen einen Titel gegeben und es dann so geschnitten, dass es wie eine Aufführung aussah. Und das hat er dann seinem Lehrer geschickt. Und dieses kleine Beispiel ist, glaube ich, sinnbildlich, wo wir hinwollen. Es ist immer noch humanistische Bildung. Es geht immer noch darum, ein Gedicht auswendig zu lernen. Aber die Art und Weise, wie wir es präsentieren, ist bei unseren Kindern eine andere als bei uns.
Wir standen noch mit Rüschenkragen vor unseren Großeltern und haben das aufgesagt, waren fürchterlich nervös. Und die stehen heute eben vor einer Videokamera, sind auch fürchterlich nervös, können das noch 8-mal korrigieren, das konnten wir damals nicht, aber sind auf das Endergebnis mal mindestens so stolz wie wir. Und ich glaube, das sind Beispiele, die zeigen, unsere Kinder leben zwar vielleicht in Zukunft in einer anderen Welt, aber das Wertesystem und sozusagen die Mittel der Wahl und die Inhalte, die wir ihnen vermitteln, die sind häufig immer noch die gleichen wie bei uns früher. Und vielleicht noch zwei weitere Beispiele, weil ich immer merke, Beispiele helfen uns, den Kopf aufzumachen, Bilder im Kopf zu haben, was wir eigentlich meinen. Wenn Sie im Deutschunterricht oder egal eigentlich in welchem Unterricht sagen, liebe Kinder, macht ein E-Book über euren Lieblingssport, Basketball. Und da recherchiert ihr die tollsten, größten Basketballer aller Zeiten und guckt mal, wie viele Körbe haben die geworfen, wie groß waren die eigentlich, was war ihr bestes Spiel, wo haben sie die meisten Punkte gemacht. Und dann können die Kinder Fotos, Videos in dieses E-Book reinpasten. Sie können Texte selber schreiben. Da gilt immer noch Rechtschreibung, auch wenn das Programm es vielleicht manchmal für sie korrigiert. Und dann entsteht ein E-Book, was sie mit ihren Mitschülern teilen können, was die Mitschüler auch weiterschreiben können. Das ist dann vielleicht kein abgeschlossenes Werk, sondern vielleicht ein kollaboratives Projekt. Aber das Herzblut der Kinder, was reinfließen wird in mein Lieblingsthema in Form eines E-Books, mag für diese Kinder viel, viel größer sein, als wenn man sagt, bastelt das jetzt mit Papier und Stift. Und da tun wir uns manchmal schwer mit, weil wir sagen, diese Haptik und so, das ist doch auch wichtig und Handschrift ist wichtig. Und das ist auch alles wichtig. Aber bisher negieren wir ihre Welt und machen unsere sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, damit unsere Kinder mit dem gleichen Selbstbewusstsein in die Zukunft starten, was wir hatten, als wir aus der Schule gekommen sind, müssen wir ihnen gerade auch diese Zukunftskompetenzen beibringen und nicht einfach immer nur sagen, aber uns hat unsere Schule auch nicht geschadet, guck doch mal, was aus uns geworden ist. Die werden in einer anderen Zeit groß werden und die werden in eine andere Welt entlassen und das sollten wir mehr respektieren. Und all das braucht Fortbildung des Kollegiums, der Schulleiter und Schulleiterin. Denn so wie wir Eltern auch keine Digital Natives sind, wir wissen auch nicht so richtig, was unsere Kinder da lernen könnten und wie man das macht und was ein Programm Scratch mit Programmieren oder ein Stop-Motion-Film genau ist oder wie wir den zum Leben erwecken. Genauso mögen Sie manchmal ratlos vor diesem Berg stehen und sagen, das klingt ja alles ganz toll, was Sie da alles gerade von uns verlangen, aber ich habe das bisher nicht beigebracht bekommen und ich habe auch zu wenige in meinem Umfeld, die ich fragen kann. Und deswegen müssen wir in sofort Fortbildung investieren. Denn es reicht nicht jetzt zu sagen, wir müssen die Studiengänge anpassen und die Landesfortbildungsinstitute aufrüsten und dann irgendwann geht man mal zu einer Weiterbildung. Sondern wir wissen doch sehr genau, womit jeden Tag Ihre Kollegen und Sie selber gerade kämpfen. Und das sind zum Teil technische Fragestellungen, das sind zum Teil inhaltliche Fragestellungen zu Programmen. Wie kann ich ein Programm wie, nehmen wir ganz verschiedene Sachen, OneNote, was Sie nutzen müssen, oder Padlet oder so jetzt nutzen und was ist da möglich? Und das sind aber auch Fragestellungen wie, wie bringe ich das Tablet zum Laufen? Und wie lade ich da eine App runter? Das kann also von ganz klein bis ganz groß gehen. Und diese Fortbildungen finden jetzt schon in ersten Bundesländern statt, aber noch viel zu zaghaft, viel zu einzelfallmäßig. Und das muss flächendeckend werden. Und da können Sie einen Beitrag leisten. Wenn Sie schon Antworten haben auf Fragen, die sich gerade sehr viele stellen, dann stellen Sie die ins Netz. Es ist die Zeit von Twitter-Lehrerzimmer, es ist die Zeit von tollen Insta-Lehrern und Lehrerinnen, es ist die Zeit von YouTube-Kanälen, wo ich mir Hilfe holen kann. Es muss nicht immer erst vom Kultusministerium genehmigt werden, wenn es mir jetzt gerade hilft. Denn am Ende geht es uns darum, dass wir jetzt klarkommen und langfristig die richtigen Weichen stellen. Aber das jetzt klarkommen, da können wir mehr die Zügel in die Hand nehmen. Und insofern ist mein Schlussappell, wenn Sie so wollen, bleiben Sie so pragmatisch, mutig und so wie ich es wahrgenommen habe, sehr optimistisch. Die aktuelle Zeit verlangt uns so viel ab und keiner erwartet von Ihnen, dass Sie alle Antworten und Lösungen haben.
Aber jetzt gerade, wenn man hört, dass vielleicht, wenn Sie gerade Microsoft Teams oder Google Classroom in der Krise eingeführt haben, weil Sie das als Soforthilfemaßnahme genommen haben und jetzt hören Sie, das darf man eigentlich bald gar nicht mehr nutzen, verfallen Sie nicht in Schockstarre, sondern gucken Sie jetzt schon nach Alternativen. Sprechen Sie mit den Kultusministerien oder Ihren Schulträgern und sagen, dann müsst ihr uns Alternativen liefern. Die Alternative kann nicht sein, dass ihr uns sagt, was nicht möglich ist, aber uns keine Möglichkeit gibt zu sagen, was dürfen wir denn nutzen. Und solange diese Grauzone besteht, trauen Sie sich weiterhin, diese Grauzone mit Leben zu füllen. Auch wenn Sie das vielleicht nicht jeden Tag erreicht, es herrscht eine unglaubliche Dankbarkeit auf Seiten der Eltern, wie sehr Sie da vorne an der Front gekämpft haben. Und wir wissen, wie schwer das war. Und wir wissen, wie schwer wir Ihnen das Leben auch manchmal gemacht haben. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir uns trauen, in diesem kalten Wasser weiter zu schwimmen und an ein neues Ufer zu kommen, wo wir stolz auf uns sind, dass wir diesen Weg hinter uns gebracht haben. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Frau Pauster, für diese mutmachenden Worte. Das Schwimmen in der Grauzone, das werden wir üben. Und ich will Ihnen gern einige Akzente, Impulse aus dem Chat auch weiterbringen. Der erste ist von Uwe Schönfeld, der sinngemäß gefragt hat, wie kann es uns denn gelingen, dass die Schüler von Konsumenten zur Gestalter oder mithilfe von digitalen Medien werden? Also ich glaube, da ist zuerst mal Medienkompetenz. Ich glaube nicht, dass unsere Kinder sehr bewusst in den sozialen Medien oder auf Plattformen sind. Sie wissen also nicht wirklich, welche Daten hinterlasse ich da, wem gehören die, was machen die mit meinen Daten. Wenn ich Internetrecherche betreibe und die erste Headline ist auf die Frage, wie viele Einwohner hat Paris? 18 Millionen. Na, dann nehme ich das doch vielleicht und sage 18 Millionen. Ja. Dass ich lerne, welche Quellen sind dann verlässlich, ist, glaube ich, in der heutigen Zeit und wenn man sieht, wie unter Druck auch unsere Demokratien sind, weil eben viel falsche Nachrichten verbreitet werden, eine unglaublich wichtige Fähigkeit, um überhaupt die Grundlage zu legen, Gestalter werden zu können. Also deswegen das Erste, was wir brauchen, ist Medienkompetenz, mehr hinter die Kulissen blicken können, wissen, was passiert da eigentlich. Und mit dem Wissen dann eigene Inhalte erstellen, sich ausdrücken in der digitalen Welt, eben als Beispiel nicht nur eine Debatte verfolgen, sondern auch an dieser Debatte teilnehmen können. Wie kann ich einen WordPress-Blog erstellen? Wie kann ich eine Seite für meine Klasse ins Netz stellen, wo andere Mitschüler ihre Erlebnisse des Wochenendes einstellen können? Wie stelle ich sicher, dass da nicht andere draufkommen? All diese Themen müssen unsere Kinder lernen, denn wir sind nicht die besten Lehrer, weil wir das selber nicht gelernt haben. Ja, das soll auch der Auftrag von Schule sein. Und ich habe Sie auch da so verstanden, dass es auch gerade geht, also über fachliche Kompetenzen, wie zum Beispiel die Medienkompetenz, zu fördern. Sie halten die Fahne hoch für die Bildungsgerechtigkeit und hatten dieses schöne Beispiel mit der Checkliste im Klassenraum. Wen kann ich eigentlich unbesorgt nach Hause schicken? Und da geht es vielleicht auch nicht nur um Betreuung. Ja. Da geht es sicherlich auch nicht nur um die Technik, sondern da geht es vielleicht auch um Schülerinnen und Schüler, die auch von ihren Kompetenzen schon so weit sind, dass sie gut alleine arbeiten können. Ich glaube, aus den Schulen fragt man sich häufig, wow, wie groß ist eigentlich unsere Aufgabe, Bildungsgerechtigkeit herzustellen? Und wo sind denn da eigentlich die Grenzen, wenn ich nun eben nicht 14 Kinder habe, die zu Hause die Technik haben, kein Betreuungsproblem, die schon so weit sind in ihren überfachlichen Kompetenzen, das alles hinzukriegen, sondern ich habe vielleicht nur 2 in der Klasse. Vielleicht können Sie ja da noch ein bisschen mehr Rahmen zum Thema Gerechtigkeit setzen. Das sind absolut die richtigen Fragen. Und da kann man zum einen sagen, deswegen ist der Digitalpakt so wichtig, denn wenn jetzt Geräte an den Schulen vorhanden wären, könnte ich sie ausleihen. Ja. Das ist das eine. Genau. Das andere ist aber, selbst das Ausleihen mag nicht zu Gerechtigkeit führen, weil wenn ein Kind mit einem ausgeliehenen Gerät nach Hause geht und da wartet keiner, wird es auch nicht anfangen, Mathe zu lernen. Ja. Also insofern, wie kann ich vielleicht Klassenräume denken? Und gehen wir so weit, es gibt fantastische Kanäle im Netz, zu Mathe zum Beispiel von Daniel Jung,
über Simple Club, Sofatutor und Co. Vielleicht ist die Antwort dann in diesen Krisenzeiten zu sagen, dann werfe ich das Mathe-Video, Erklärvideo an die Wand und die Kinder, die zu Hause eben gerade nicht betreut werden oder nicht lernen können, sitzen mit Abstand in diesem Klassenzimmer, weil wir aufgrund von Lehrermangel, weil viele Kollegen ja auch noch derzeit zu Hause sind, eben das nicht leisten können. Also das mögen zum Teil jetzt pragmatische Lösungen sein, wo wir denken, naja, aber das kann ja wohl bitte nicht Schule sein, dass wir jetzt Kinder vor YouTube-Videos setzen. Wenn die Alternative ist, dass sie alleine zu Hause sitzen und nichts mit Lernen machen, finde ich das die bessere Alternative. Also diese Sachen im Kopf zu öffnen, dass das nicht immer vergleichbar sein muss mit dem super Lateinunterricht, wo der Studiendirektor vor mir steht, der das seit 30 Jahren macht, das ist der Best Case. Aber vielleicht müssen wir uns im Moment Lösungen trauen, die eigentlich weit weg sind vom Best Case, die aber trotzdem immer noch besser sind als das, was wir sonst hätten. Okay. Also die auch die Fahne des Pragmatismus halten. Total, das ist gerade die Zeit. Keiner weiß, wie die nächsten Monate aussehen. Und jetzt in Schockstarre zu verfallen, weil wir hoffen, irgendwer findet die Lösung, ist aus meiner Sicht der schlechtere Weg, als zu sagen, komm, wir improvisieren und es ist am Ende nicht so schlimm. Also wenn das nicht ganz so gut ist, wie wir gehofft hatten, ist es immer noch besser als nichts. Ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Gerne. Wir gönnen uns jetzt wieder ein kleines Päuschen und werden um 11.30 Uhr alle wiedersehen. Frau Pauster, Sie auch, aber auch die anderen Referenten, Herr Chamon vom Forum Bildung Digitalisierung wird noch dazukommen und Philipp Anthony von der Böll-Stiftung wird dann die Moderation übernehmen. Bis dahin genießen Sie Ihren Kaffee. Danke. Herzlich willkommen zur Gesprächsrunde im Anschluss an die Keynotes. Mein Name ist Philipp Anthony, ich bin Referent für Bildung und Wissenschaft hier in der Heinrich-Böll-Stiftung und habe mit dem LISUM und dem LI Hamburg zusammen diese Tagung konzeptionell organisiert und vorbereitet. Wir sind hier eine Viererrunde jetzt. Wir sind die drei Keynote-Speakerinnen, die ich jetzt nicht erneut vorstellen würde. Sie kennen sie, Verena Pauster, Karl Marz und Nathalie Knapp. Und neu in der Runde ist Jakob Chamon vom Forum Bildung Digitalisierung, der, bevor er das seit April, glaube ich, als geschäftsführender Vorstand macht, Schulleiter war. Und wir dachten sozusagen, eine Perspektive aus der wirklichen Praxis, nenne ich sie jetzt einfach mal, darf dieser Runde nicht fehlen. Und deswegen freue ich mich, dass wir hier zu viert sind. Wir haben diesem Gesprächskreis, dieser Runde keinen eigenen Titel gegeben. Sie heißt also, wie die Tagung auch, offen für die digitale Welt. Was brauchen Schulleitungen, um wirksam zu sein? Weil wir das einfach diese Frage nochmal hier vertiefen wollten und auch die einzelnen Impulsvorträge jetzt sozusagen nicht als solitäre dort nebeneinander stehen lassen wollen, sondern uns versuchen wollten, die ein wenig zu verbinden. Das auch deswegen, also wir haben jetzt hier eine Dreiviertelstunde, aber auch hier werden wir zweimal Fragen aus den Chats mit reinnehmen, sodass wir uns zwar ein paar Themen auch hier so zuwenden, aber wir wollen gerne Ihre Anregungen mit aufnehmen und Ihre Nachfragen hier mit verarbeiten. Also beteiligen Sie sich bei Facebook und bei YouTube, wo der Chat hoffentlich jetzt wieder funktioniert. Der war kurze Zeit mal nicht erreichbar. Noch kurz. Ein Wort zu der Rolle der Schulleitung an sich, weil es ein schönes Zitat gibt aus einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Da geht es um Kompetenzen für die digitale Welt. Das ist ja auch heute in verschiedenen Stellen schon angesprochen worden. Und da steht drin, für alle Schulentwicklungsprozesse sind Schulleitungen die zentralen Schrauben. Und ob sie sich als Schraube empfinden und dann eher so eine, die so ganz spitz reingedreht wird oder so eine, die so Brücken zusammenhalten kann, das ist sozusagen eine andere Frage, aber deswegen wollen wir diese Position der Schulleitung eben, ist uns sehr wichtig als Stiftung und als LISUM, sie bei diesen sehr, für uns alle sehr anstrengenden und schwierigen Entwicklungsprozessen, wir haben es bei Frau Knapp gehört, wie die Angst zur Unsicherheit werden kann und umgekehrt sie daran begleiten. Jetzt will ich es aber mit den Vorreden belassen und Herrn Chamon einfach fragen, wir hatten jetzt drei sehr unterschiedliche Perspektiven, die wir gehört haben. Was sind denn die Dinge, die Sie für sich so als Stärkstes mitgenommen haben und wie blicken Sie jetzt mit der Position auch als Schulleitung auf diese Sachen?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Und es ist natürlich eine sehr große Herausforderung, sämtliche Schulleitungen hier zu verkörpern. Ich werde es aber versuchen, mit bestem Gewissen. Aber verzeihen Sie mir auch bitte, Kolleginnen und Kollegen, wenn ich jetzt aus meiner Perspektive natürlich auch ein Frau bisschen Knapp rede. Frau Knapp vertritt jegliche Philosophen, von daher. Das ist auch super. Wunderbar. Naja, dann sind wir ja gut aufgestellt hier auf der Bühne. Nee, ich fand es unglaublich spannend, eigentlich die drei sehr unterschiedliche Perspektive, die ich mich heute anhören durften, mitzunehmen und natürlich erstmal das Thema Unsicherheit. Ich glaube, als Schulleitung kennen wir diese Unsicherheit unglaublich gut und müssen jeden Tag mit der Unsicherheit nicht nur in Zeiten der Pandemie umgehen. Und ich glaube, nur mit der Offenheit, was Sie ja auch gefördert haben und den offenen Dialog, kommen wir da weiter. Ein ganz wichtiger Punkt wurde mehrmals angesprochen und das ist die Partizipation. Das hat Herrn Maas auch angesprochen. Wirklich, wie schaffen wir oder eigentlich alle die drei RednerInnen, wie schaffen wir so einen Prozess der Schulentwicklung partizipativ zu gestalten, sodass wir alle mitnehmen? Weil wir wissen auch ganz genau, das kenne ich als Schulleitung, es kommen Verordnungen von oben, an der wir reagieren müssen, schnell, sofort, adäquat. Auf der anderen Seite haben wir auch als Schulleitungen sehr viel Handlungsspielraum. Und dieser Handlungsspielraum muss man als Schulleitung sich annehmen. Und wir hatten gerade in der Pause darüber gesprochen, wie man Sachen ermöglichen können. Und jetzt als Schulleitung AD kann ich auch sagen, dass einige Sachen muss man so irgendwie versuchen, so hinzubekommen und dadurch Möglichkeiten zu erschaffen. Aber als Schulleitung ist es ganz wichtig, dass der Rücken frei ist und dass man diesen Handlungsspielraum wirklich auch nutzt. Dafür ist gute Rahmenbedingungen wichtig, weil als Schulleitung muss man natürlich die Lehrkräfte auch stärken. Man muss die Lehrkräfte die Möglichkeit geben, guten Unterricht für die Schülerinnen und Schüler zu gestalten. Chancengerechtigkeit ist ein ganz wichtiges Thema. Und dann wurde immer wieder auch das Thema Fachdidaktik. Also Sie haben es angesprochen, Professor Maas, aber Verena, du hast es auch in deiner Beispiele eigentlich gezeigt, wie Lehrerinnen und Lehrer jeden Tag in der Konfrontation oder in der Zusammenarbeit mit Jugendlichen und Kindern wirklich da gute Konzepte brauchen, um gutes Lernen zu ermöglichen. Und das, glaube ich, das ist das, was ich mitgenommen habe. Den Mut, die Chancen. Ich finde gerade, ich darf hier an das Logo der Tagung für heute, wo ja Change oder Chance auch sozusagen reingespielt wird. Und ich glaube, das ist unsere große Aufgabe jetzt gerade in allen Bereichen, die Chancen und die Möglichkeiten zu sehen und die wirklich zielgerichtet an alle Ebene, ob ich Eltern bin, der die Schule unterstützen kann, ob ich als Lehrkraft oder Schulleitung auch die Schülerinnen und Schüler in diesem Prozesse mit einbinden, weil sie sind wirklich die wichtigsten Akteure, aber natürlich umgekehrt auch, wenn ich mit Schulaufsichten, Schulträger, die auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen in der ganzen Schulentwicklung, in dem wir uns stecken. Und dann natürlich gibt es andere Bereiche, die verkörper ich denn auch heute, die zivilgesellschaftlichen Akteure, wo wir natürlich auch probieren, auf politischer Ebene Rahmenbedingungen für Schulentwicklung, für Schulleitungen so gut zu gestalten, dass eine chancenorientierte, möglichkeitsorientiertes digitales Lernen parallel zu den analogen Medien auch möglich ist. Das, glaube ich, war so der Schnelldurchlauf, aber was ich wirklich mitgenommen habe, mit ein paar eigene Punkte dazu. Ja, vielen Dank für diesen Schnelldurchlauf. Zuletzt war ein Thema, womit ich auch hier gerne weitermachen würde. Und zwar hatte man lange Zeit das Gefühl, dass es so eine Blockadehaltung gibt. Die einen sagen, wir brauchen digitale Endgeräte. Und dann wurde aber gesagt, naja, aber solange wir nicht wissen, wie wir die genau einsetzen, dann brauchen wir erstmal Konzepte, die entwickelt werden. Aber die wurden nicht entwickelt, weil warum soll man Konzepte entwickeln, wenn man sie nachher nicht umsetzen kann? Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass diese Blockadehaltung, die sicherlich immer schwer aufzulösen ist, aber in Deutschland irgendwie besonders schwer irgendwie so in die Puschen kam. Also der Digitalpakt hat Jahrzehnte sozusagen gedauert. Jetzt hat diese forcierte Digitalisierung mit Corona dem Ganzen irgendwie einen anderen Drive gegeben. Aber ich würde gerne Sie alle vier fragen. Während der Pause, da hatte das so schön gesagt, dass wir jetzt schwimmen in der Grauzone, aber dass wir letztlich sozusagen uns entschieden haben, nicht zurückzuschwimmen, sondern zum anderen Ufer. Was ist denn jetzt aus Ihrer Sicht sozusagen, was sind förderliche und wichtige Rahmenbedingungen und Dinge, die das befördern sozusagen, dass wir gut weiterschwimmen können, auch, ich sage jetzt mal, nach Corona, also nicht nur die nächsten 6, 12 Monate, sondern auch für die Zeit danach. Also vielleicht, wenn ich anfangen darf, ich glaube, so viel Fokus und so viel Priorität, wie das Bildungssystem gerade hat, hat es noch nie oder sehr lange nicht mehr. Das heißt, dass
unsere Kanzlerin sich mit den Kultusministern trifft und sagt, wie können wir jetzt Soforthilfemaßnahmen verabschieden? Wie können wir vielleicht den Digitalpakt auch noch mal weiterdenken? Weil bisher ist er ja nur für Geräte und Infrastruktur. Müsste er nicht eigentlich auch für Themen wie die Cloud oder womöglich sogar Lehrer- und Lehrerinnenfortbildung sein? Was ist eigentlich mit Dienstgeräten für Lehrer, die ich eben erwähnte? Die sind jetzt ja auch gerade erst nachgenehmigt worden. All das ist aus Corona entstanden. Und hätten wir Corona nicht gehabt, wie so eine Art Brennglas, glaube ich, würden wir heute nicht diese Runde haben. Wir hätten sie vielleicht, aber mit wesentlich weniger Energie und Optimismus, dass sich jetzt wirklich was tut. Und das ist, glaube ich, dieser Rückenantrieb, den wir jetzt gerade brauchen, um das andere Ufer zu erreichen. Dass das Schwimmen ist ja schön, aber ab und zu braucht man auch mal ein bisschen Proviant oder ein Boot, an dem man sich festhalten kann, weil es eben auch anstrengend ist. Und diese Beihilfe, die kommt gerade. Und ich glaube, jetzt den Druck, ob aus der Zivilgesellschaft, aus der Wissenschaft, aus der Praxis aufrechtzuerhalten und zu sagen, das darf nicht alles umsonst gewesen sein, so, das müssen wir jetzt leisten. Und dann sehe ich aber auch gute Chancen, dass jetzt endlich der Durchbruch kommt, den wir eigentlich schon lange brauchen. Den Druck aus der Wissenschaft aufrechterhalten, Kai Marz. wie machen Sie das? Nein, aber wie gelingt es uns, weiter zu schwimmen? Was wären da Ihre Prioritäten, Ihre wichtigen Punkte? Also ich finde, wir sind schon mal ein Stück weiter, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass wir weiter schwimmen müssen. Denn das, was Frau Pauster vorhin, finde ich, sehr schön umschrieben hat, die neue Normalität wird noch lange neu und noch lange nicht normal bleiben. Und ich glaube, dass viele, und ich glaube, ich kann mich da auch einschließen, in den ersten Wochen und Monaten dachten, das geht schnell vorbei. Das wird aber nicht schnell vorbeigehen. Also die Gewissheit, da passiert etwas, was Bildung und Schule verändern wird, was auch unser gesamtes gesellschaftliches Leben möglicherweise verändern wird. Wenn wir das akzeptieren, dann kann man daran weiterarbeiten. Ich würde mir vorstellen und wünschen, dass wir die jetzige Situation nutzen. Und es ist richtig, der Augenmerk ist jetzt da drauf, aber da liegt auch eine gewisse Gefahr drin. Vor knapp 20 Jahren wurde die erste PISA-Studie veröffentlicht. Der Zusammenhang zwischen Bildungserfolg und sozialer Herkunft ist heute 2020 im Prinzip genauso groß wie vor 20 Jahren. Also auch da hat Bildung sehr große Aufmerksamkeit erfahren und es wurden viele Gelder mobilisiert, um Forschung zu machen, um Projekte in der Praxis. Das wird meines Erachtens aber nicht ausreichen. Ich glaube, wir sind gut aufgestellt, wenn wir mit den unterschiedlichen Akteuren auch jenseits von Schule zusammenarbeiten. Also den Auftrag von Schule, der ist bei Schule, er wird aber in Zukunft nicht ausschließlich von Schule leistbar sein. Wir brauchen die Kooperation mit außerschulischen Anbietern, mit der Zivilgesellschaft, letztendlich mit den Expertinnen und Experten, die außerhalb von Schule aktiv sind und hervorragende Arbeit machen. Das setzt voraus, dass wir auch Schulleitungen dahingehend unterstützen, genau diese Bildungswelten, diese Bildungsrealitäten zu erkennen und für die eigene schulische Arbeit und für die Schulentwicklung nutzbar zu machen. Was heißt das für Forschung? Für Forschung heißt das, dass wir meines Erachtens viel stärker in Spagat gehen müssten zwischen der Grundlagenforschung auf der einen Seite. Die arbeitet aber für das Wissenschaftssystem. Da werden Fragen gestellt, die für die Praxis völlig unrelevant sind. Die sind aber für die Wissenschaft trotzdem wichtig. Aber daraus Forschung zu entwickeln, die viel stärker prozess- und praxisorientiert ist, den Transfer von Forschungsergebnissen zu intensivieren, und das kriegt halt nicht Forschung alleine hin, das kriegt Praxis nicht alleine hin, das kriegt man nur zusammen hin. Und meine Idealvorstellung wären beispielsweise Forschungsprojekte, die in der Schule sind, in der Praxis sind, ohne dass die Praxis merkt, dass da ein Forschungsprojekt ist. Das ist eigentlich die Idealform von Transfer, wenn das Wissen aus der Grundlagenforschung dahingehend transferiert wird, dass das praktische Arbeit vor Ort gemacht wird, dass Wissenschaft auch vielleicht eine andere Funktion bekommen kann als Prozessgestalter, Prozessberater beispielsweise. Das setzt aber im Wissenschaftssystem eine ganze Reihe von Bewegungen voraus, weil das, was ich gerade beschrieben habe, wird in der Wissenschaft eigentlich nicht honoriert. Das heißt, man muss da, glaube ich, auch vielleicht den Mut haben, auch an der Stelle in neue Wasser zu schwimmen, auch in der Wissenschaft, wo man sagt, es ist aber wichtig, dass genau die Arbeit da ankommt, auch wenn sie eben nicht vom Wissenschaftssystem honoriert wird. Frau Knapp, wollen Sie zur Frage des Weiterschwimmens und auch noch was? Ja, ich möchte gerne noch was Ergänzendes sagen zu dem, was Frau Pauster eben so schön gesagt hat mit ihren Listen im Klassenzimmer. Ich denke, dass es diese Listen nicht nur von Schülerinnen und Schülern braucht, die man damit alleine lassen kann oder nicht, sondern dass es die vermutlich auch von Lehrerinnen und Lehrern braucht. Das heißt, es gibt welche,
die sind vielleicht auch von einer jüngeren Generation, aber ich möchte da jetzt gar keine Altersschere aufmachen, weil das ganz unterschiedlich ist. Aber es gibt welche, die kann man damit alleine lassen, die bekommen das hin, ja, wenn Schülerinnen und Schüler zu Hause sind, digitale Inhalte zu erstellen oder die zu nutzen und so weiter. Und es gibt aber auch welche, die bekommen das nicht hin. Und es ist schlicht und einfach nicht möglich, innerhalb von 3 Wochen mal eben sämtliche digitalen Kompetenzen abzudaten. Das bedeutet, es muss auch möglich sein, dass man denen irgendwas zur Verfügung stellt. Und während dieser ganzen Corona-Zeit habe ich mich wirklich monatelang gefragt, warum jetzt nicht einer daran arbeitet, all diesen Lehrerinnen und Lehrern, die da doch mit all diesen Aufgaben teilweise wirklich überfordert waren, und ich wäre es auch gewesen, denen einfach digitale Inhalte so zur Verfügung zu stellen, dass sie die vielleicht nutzen können, genauso wie Sie das eben gesagt haben, ja, Präsenz wäre besser, aber jetzt lasse ich mal irgendeinen Mathe erklären und ich kann mich dann telefonisch um die Schülerinnen und Schüler kümmern, die zu Hause niemanden haben, der sich um sie kümmern kann. Das geht aber nur, wenn ich nicht auch noch das Mathe-Video irgendwie hochladen muss. Das heißt, man müsste jetzt tatsächlich darauf drängen, und mein Appell an die Schulleiterinnen und Schulleiter wäre wirklich, das einzufordern, dass man ihnen Material zur Verfügung stellt, damit sie sich im Ernstfall um die Menschen kümmern können. Und da käme das Thema Beziehung eben wieder ganz doll ins Spiel, weil diese Beziehung, das ist immer noch und wird weiterhin der größte Teil ihrer Aufgabe bleiben und sein. Und damit sie das leisten können, muss man Lehrerinnen und Lehrer dahingehend entlasten, dass jetzt, wo sie das noch nicht alles selber können, zumindest jetzt, sie Materialien an die Hand bekommen, die sie dann rausgeben können, sodass sie das nicht auch noch selber machen müssen. Mhm. Das wäre, also ich, scheint mir eine einfache Lösung zu sein. Es gibt ja Leute, die das können. Wir haben die auf YouTube und überall. Aber jemand muss, da möchte ich dieses schöne Wort ins Spiel bringen, was Sie, Herr Marz, gerade benutzt haben. Jemand muss die Filterkompetenz besitzen, dann zu sagen, okay, das ist tauglich, das ist nicht tauglich. Nicht jeder kann sich dann stundenlang durch YouTube klicken und die Videos rauswählen, die dann vielleicht dem Lernziel Klasse sowieso entsprechen. Da muss man jemanden an die Hand bekommen, der einem hilft, sozusagen diesen Filter vorzuschalten und dann zu sagen, hey, in Klasse 5 könnt ihr ABC benutzen, in Klasse 6 könnt ihr ABC benutzen für dieses Unterrichtsfeld, dieses für jenes, jenes. Und dann können sich Lehrerinnen und Lehrer auch wieder stärker um die Beziehung zu den Lernenden kümmern, auch wenn die nicht in der Schule anwesend sein können. Vielen Dank. Herr Schamann hat schon das Mikrofon gezückt, deswegen schlucke ich meine Nachfrage runter. Ja, ich versuche das kurz zu machen, weil wir haben wirklich in der ersten Runde hier schon ganz, ganz viele Themen angesprochen. Ich glaube, eins der wichtigen Themen, das hat meine Vorrednerinnen hier auch alles angesprochen, ist sozusagen die Aufgabenklärung. Weil jetzt gerade in einer Krisensituation kümmern sich alles um allen. Und da wissen wir auch aus Krisenmanagement, dass das hilft uns nicht weiter, wenn alle plötzlich alle Themen sich gleichzeitig widmen. Was ich mitnehme hier auch, wenn wir vom Forum Bildung und Digitalisierung mit Schulleitungen und Lehrkräften sprechen, ist genau diese Filterkompetenz natürlich schwierig. Also darf ich das einsetzen, darf ich das nicht? Und ich glaube, ein wichtiger Punkt hier, von dem wir auch versuchen als zivilgesellschaftlicher Akteur darauf einzuwirken, ist, dass man sagt, okay, im Bildungssystem in Deutschland haben wir sehr viele Akteure. Also wir haben die Schulleitungen, wir haben die Aufsichten, wir haben die Schulträger. Es gibt in Deutschland über 5000 Schulträger, die ganz unterschiedlich agieren auch. Aber wichtig wäre es zu klären, dass diese unterschiedlichen Akteure miteinander gut zusammenarbeiten. Dass neue Formate der Zusammenarbeit entsteht, auch mit der Wissenschaft, fand ich ganz spannend. Aber dass die zentrale Themen auch zentral geklärt werden. Gerade im Moment ist es so, dass jede Schulleitung dafür zuständig ist, zu sichern, dass alle, nicht nur Geräte, aber Anwendungen, die in den Klassenzimmern genutzt werden, datenschutzkonform sind. Und das ist eine unglaublich große Frage, die nicht in der Pensum eines Schulleiters eigentlich normalerweise liegt. Das ist dazugekommen. Und nicht jede Schulleitung hat die Kompetenzen, das zu lösen. Und dann wird es schwierig, dann das digitale Lernen zu fördern, weil man hat denn Angst und sagt, oh, wie ist das? Aber da muss jemand anderen rein. Da muss die Landesdatenschutzbeauftragte oder sogar die Bundesdatenschutzbeauftragte das einmal für alle klären, sodass die Pädagogen sich um pädagogischen Themen kümmern können. Und ich möchte gerne Herrn Maas vielleicht kurz auszitieren. Sie haben ja vorher gesagt, dass die deutsche Lehrkräfte sich realistisch einstufen, was eigene Kompetenzen angeht. Und ich muss da ein bisschen schmunzeln, weil als Däne ist natürlich
natürlich so, wenn diese, ich lese ja immer, wo steht Deutschland, wo steht Dänemark, in diese alle Untersuchungen. Und da ist natürlich klar, die dänische Lehrkräfte stufen sich anders ein, weil sie 15 Jahre Vorsprung haben. Und ich glaube, wichtig ist es auch gerade im Moment, die Mut zu machen, zu sagen, die großen Fragen müssen sofort geklärt werden und die müssen von die Entscheidungshoheit dafür haben, also Politik oder die Länder, so dass die Lehrkräfte sich Schritt für Schritt die Kompetenzen annehmen können und müssen. Was wichtig ist, es fehlt an allen Bereichen gerade im Moment nicht nur Lehrkräfte, Schulleitungen, aber auch bei den Schulträgern oder den Behörden fehlt Know-how gerade im Moment. Und das müssen wir ernsthaft annehmen, aber wir müssen auch wissen, und da würde ich auch gerne den Mut an Schulleitungen und Lehrkräfte wiedergeben, es dauert. Wir werden es nicht übermorgen hinbekommen haben. Aber da kommen wir zurück zu den Handlungsspielräumen der Schulleitungen. Sie müssen den Rücken stärken für die Kollegen, die da sind, und das tun Schulleitungen überall. Vielen Dank, es dauert. Wir wollen jetzt die Fragen, die zwischenzeitlich in den Chats aufgekommen sind, in die Diskussion mit aufnehmen. Da wir eben mit der Bühne sozusagen schon sehr voll sind und mit Abstand sitzen wollen, machen wir das sozusagen aus dem Off. Mein Kollege Martin Roth ist sozusagen jetzt mit Kamera zugeschaltet, weil er uns hier weder in den Rücken fallen noch hintergehen will. Und deswegen sehen wir ihn und Sie im Bild jetzt von der Linken. Und ich übergebe an Martin, was gab es? Ja, Philipp, also auch in den Rückmeldungen tauchen genau die Themen auf, die hier auch schon mal zumindest mal angerissen worden sind. Also das eine Thema, das ist der Datenschutz, der taucht hier ganz häufig irgendwie als Bremse auf, so ist die Rückmeldung. Manche Lehrkräfte fühlen sich regelrecht bedroht durch den Datenschutz. Die Frage ist, welche Wege gibt es eigentlich, den Datenschutz zum Freund zu machen? Als Frage in die Runde. Und vielleicht noch ein zweiter Impuls, der jetzt direkt an Herrn Marz nochmal geht, von Thomas Eichler, der befürchtet, dass es mehr soziale Isolation von Jugendlichen gibt durch mehr Digitalisierung, durch mehr Nutzung von digitalen Geräten. Ja, ein Leben benötigt weniger einen Laptop als eher die Fähigkeit, irgendwie gut in Beziehungen zu sein. Und da ist seine Frage, wie kann es eine Lehrkraft schaffen, trotz bzw. mit Digitalisierung Beziehungen zu halten und aufzubauen? Gut, dann nehmen wir die gleich mit. Wollen Sie antworten, Herr Marz? Ja, kann ich gerne tun. Also die Frage ist durchaus berechtigt. Und ich glaube, man muss einfach darauf schauen, wie verändern sich auch Freizeitstrukturen von Jugendlichen. Und das, was wir wissen, wenn wir die letzten Jahre anschauen, dass es da natürlich einen starken Wandel gegeben hat. Also die Nutzung von digitalen Technologien hat extrem zugenommen. Auf der anderen Seite sieht man aber auch, dass weder Jungen noch Mädchen in den letzten 10 Jahren weniger sportlich aktiv geworden sind. Also da gibt es eine relative Konstanz oder auch im Prinzip nicht seltener Musikinstrumente lernen. Also es scheint nicht so zu sein, dass die bewährten Strategien der Freizeitbeschäftigung durch die Digitalität komplett überholt sind. Gleichwohl würde ich dem zustimmen, dass natürlich auch ein gewisses Gefährdungspotenzial in der Nutzung von digitalen Technologien liegen kann. Und umso wichtiger wird es sein, dass das Thema der Medienkompetenz, also wann nutze ich was und auch zu wissen, wo sind bestimmte Gefahren und damit umgehen kann. Und das ist auch nicht neu. Wenn man vor 20 Jahren Kinder in der Medienerziehung hat, da ging es darum, die Fernsehnutzung in irgendeiner Weise als Medienkompetenz zu platzieren. Das ist heute natürlich komplexer, weil der Fernseher ist auch noch da und es kommt Neues dazu. Aber ich glaube, das kann man angehen, wenn man es zum Thema macht. Wir haben es bislang noch nicht zum Thema gemacht und schon gar nicht in schulischen Kontexten zum Thema gemacht. Und da liegt meines Erachtens eine gewisse Chance für die Zukunft, dass wir einfach überlegen, wo müssen wir halt auch darüber nachdenken, dass sich Lerninhalte ändern. Also um das Thema der Tagung auch zusammenzubringen. Die Chance und die Veränderung, die hängen ja dicht miteinander zusammen. Und da kann man, glaube ich, auch wirklich viel machen. Und ich würde dem auch völlig beipflichten, dass Beziehungsarbeit, das ist die Grundlage, auch in der digitalisierten Welt, um Lernprozesse zu ermöglichen. Die werden halt nicht in anonymer Art funktionieren. Auch wenn ich mit digitalen Technologien arbeite, brauche ich eine Beziehung zu den Leuten, mit denen ich arbeite. Sowohl zu den Lehrkräften, zu sonstigen Professionellen, die in dem Schulkontext unterwegs sind, aber auch unter den Mitschülerinnen und Mitschülern. Das ist genau wichtig. Und da wird es wichtig sein, darauf zu achten, dass dieser Bereich der sozialen Kommunikation, der sozialen Beziehung auch wirklich immer wichtig bleibt.
Und vielleicht zum Datenschutz. Also den zum Freund zu machen, das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, die wir haben. Und für Sie, liebe Schulleiter und Schulleiterinnen, werden Sie wissen, dass es keine größere Bremse und keine größere Unbekannte im Alltag gerade gibt als den Datenschutz. Weil wir haben jetzt in Corona-Zeiten an vielen Schulen, habe ich vorhin ja auch schon gesagt, Microsoft Teams oder Google oder Zoom eingeführt. Und jetzt gibt es ganz starke Signale von Seiten der Schulministerien zu sagen, das dürft ihr nicht mehr nutzen. So, dann stellt sich ja die Frage der Alternative. Dann guckt man zu den Schulclouds, die entwickelt wurden in den Ländern, ob das MEBIS in Bayern oder Logineo in NRW oder Lernraum in Berlin ist und sagt, die können aber noch nicht das Gleiche wie das, was ihr mir gerade wegnehmt. Das heißt, darauf jetzt meine Kollegen oder Kolleginnen zu schulen, möchte ich nicht, weil das bringt mir überhaupt nichts. Da skalieren zum Teil die Server noch nicht mit. Ich komme da gar nicht drauf mit mehreren Schülern gleichzeitig. Dann gibt es die Hasso-Plattner-Cloud, die wird in Thüringen, Brandenburg und Niedersachsen eingesetzt. Da sagen viele Länder, die nehmen wir nicht, die ist vom Bund gefördert. Das ist jetzt, da entwickeln wir lieber unsere eigene Lösung. So, und da müssen wir uns jetzt, glaube ich, mal entscheiden zu sagen, wenn wir noch keine wirkliche Alternative haben, dann geben wir jetzt frei, dass die nächsten 6 bis 12 Monate Plattformen wie Teams, Zoom, Google erlaubt sind, weil wir das noch brauchen, um mit einer Positivliste zu kommen. Oder wir sagen, wir rüsten jetzt die Schulclouds, die wir in den Ländern haben, so schnell auf, dass die bald eine Alternative sind. Das ist aber kein Übernachtprojekt. Aber es wird gerade nicht die eine Lösung geben, die alle glücklich macht. Also diesen Freund wird es jetzt gerade noch nicht geben. Und ich bin starker Verfechter davon, eine europäische Lösung selber zu haben, statt uns da von den Amerikanern abhängig zu machen. Aber ich bin auch ein Freund davon, dass die nächsten 6 Monate nicht gar nichts stattfindet, wenn jetzt wieder temporär Schulen zu sind und alles noch sehr hybrid ist. Also deswegen wäre die Antwort, kurzfristig müssen wir jetzt in den sauren Apfel beißen, dass wir leider verschlafen haben, eigene Lösungen in gleicher Qualität hinzustellen. Und langfristig muss das aber unser Anspruch sein. Mhm. Da kurz eingehakt, finde ich, das ist genau richtig. Da ist eine Leerstelle gerade im Moment, die nicht vom Staat angebotene Lösungen bedient werden können gerade. Aber da wieder muss man ein bisschen diese Zeitschiene aussagen. Wir brauchen die sofort, es ist völlig klar. Und die Lösung brauchen wir, dass die gut sind und dass die sicher sind, sodass Schulleitung und Lehrkräfte sich über andere Themen kümmern können. Und das Gleiche gilt ja auch für die Lehrmaterialien. Es wurde auch vorher gesagt, gute digitale Lernmaterialien sind nicht einfach das Buch digitalisiert. Ist kein PDF, die man einfach nur so, da kann ich hier eintippen und dann haben wir tolles digitales Lernmittel. Das Interessante auch, wenn man wirklich über den Tellerrand guckt aus dem internationalen Bereich, ist da, wo digitale Lernmittel mit analoge Aufgaben sozusagen verknüpft sind. Das ist nicht nur, das greift an die erste Frage von Thomas auf, was vorher war. Natürlich sollen keine Schülerinnen und Schüler den ganzen Tag in einen Bildschirm reingucken. Sie haben über Fachdidakt vorher gesprochen, Herr Maas, ich bin Sprachlehrer und ich meine, man lernt keine Sprache, nur durch Vokabelübungen. Deswegen ist das Kommunizieren, das kann man auch digital, digitale Kommunikation ist hervorragend, um eine Sprache zu lernen. Man kann in Deutschland plötzlich auch mit englischen Schülern sprechen. Das ist wunderbar über ein digitales Medium, aber ich brauche auch das Kommunizieren im Klassenzimmer. Das heißt also, wir brauchen das Analoge und Digitale nebeneinander, um alle Fähigkeiten, die wir auch in der reellen Welt kennen. Aber du hast recht, Verena, wir brauchen auch die gute, sichere Lösungen schnell. Mhm. Datenschutz ist ja oft dann irgendwie so eine Art Totschlagargument. Das Wort fällt und dann wissen alle, okay, das ist dann tot und gestorben. Ich finde es, habe viele Sympathien zu sagen, man darf Dinge nur wegnehmen, aus welchen Überlegungen auch immer, wenn man dann eben auch Alternativen anbietet, eine sehr nachvollziehbare Position. Frau Knapp, ich wollte Sie mal fragen, und zwar bei diesem Datenschutz. Es gab jetzt jüngst dieses EuGH-Urteil, was ja gesagt hat, dass dieser EU-Safe-Harbor-Abkommen, was die Kommission mit den USA geschlossen haben, dass das eigentlich nichtig war und das Folgeding, das Privacy Shield ist sozusagen auch gekippt worden. Und jetzt hat man die Situation, dass im Prinzip so es die letzten 8, 9 Jahre lief, es hätte nie laufen dürfen. So. Und das ist jetzt ja, wenn man diese schulischen, ich sage jetzt nicht irgendwie, das ist alles egal, aber wenn man sich diese schulischen Kontext anschaut, dann ist man doch sehr brav auf der Seite des Datenschutzes und so weiter. Und dann hat man so große Kontext wie alle Daten, die alle möglichen Plattformen erheben,
sind letztlich irgendwie nicht auf legale und datenschutzkonforme Weise in die USA transportiert worden. Ich will jetzt nicht so ein Feld aufmachen, wo wir uns alle nicht mit auskennen, wollte nur diese Diskrepanz mal aufmachen. Vielleicht haben Sie einen Gedanken dazu, ja, wie das wirkt. Also zufälligerweise bin ich mit einem Juristen verheiratet, der sich genau um solche Dinge kümmert. Und das Problem an der Sache ist, dass wir sehr viele unterschiedliche Rechtsebenen haben, die da ineinander greifen. Wir haben deutsches Recht, wir haben europäisches Recht, wir haben internationales Recht. Und all diese Rechtsebenen passen nicht wie Zahnräder ineinander. Das heißt, es kann sein, es wird auf einer Ebene was entschieden, was auf der anderen aber gar nicht entschieden werden dürfte. Und die sind ständig dabei, versuchen, diese verschiedenen Rechtsebenen irgendwie miteinander zu koordinieren. Aber es gibt nie, im Moment noch nie ein einheitliches Ganzes. Das heißt, wir werden immer wieder solche Sachen erleben, ja, dass wir glauben, wir sind auf der sicheren Seite, sind dann doch nicht auf der sicheren Seite und so weiter. Und ich glaube, dass es nicht möglich ist, im Moment mit diesem Denken, was wir, vor allem wir Deutschen, über die letzten, weiß ich nicht, wie viele Jahre hatten, dass wir glaubten, Gesetze sind eindeutig und die sind klar. Und wenn wir mal eins haben, dann halten wir uns dran und dann machen wir alles richtig. Und wenn wir alles richtig machen, dann ist alles gut. Diese Welt ist vorbei. Die gibt es nicht mehr. Und die gibt es tatsächlich auch schon deshalb nicht mehr, weil immer die ganze Zeit, ich habe ja eben davon gesprochen, wir haben dieses Ding in der Tasche, was wie so ein Portschlüssel ist, was uns ständig überall hin transportiert, ja, in die ganze Welt. Das heißt, wir agieren nicht nur hier, wenn wir beide hier miteinander reden, sondern gleichzeitig agiert jeder von uns international. Das ist völlig verrückt. Das gibt es wirklich erst, seit wir diese kleinen Dinger in unseren Taschen mit uns rumtragen, sodass wir nicht nur in einer Welt leben, sondern in vielen Welten und in vielen Nationen und alles immer gleichzeitig, und zwar schon kleine Kinder. Und das bedeutet, dass wir uns in Rechtsräumen bewegen, die wir gar nicht kennen. Die anderen kennen auch unsere nicht. Also es gibt niemanden, der irgendwo sitzt in der Welt, der das alles im Moment koordiniert bekommt. Die streiten sich von morgens bis abends den ganzen Tag. Und das ist eben die Situation, die wir jetzt gerade haben. Das heißt, wir befinden uns rechtlich, auch rechtlich in einer Grauzone. Und wir müssen uns da sicher noch 20 Jahre durchlavieren, bis wir mit diesem neuen Modus, den wir wirklich erst sehr kurz haben, das muss man klar haben, vor 12 Jahren wurde das erste iPhone auf den Markt geschmissen. Und erst seither sozusagen sind wir 24 Stunden täglich online, international, überall gleichzeitig. Und wir können nicht von uns erwarten, dass das jetzt so weitergeht, wie wir Deutschen das gewohnt sind. Erst schaffen wir Rechtssicherheit, dann machen wir das, dann machen wir das. Dann können wir nicht mehr mitleben in dieser Welt. Ja, dann können wir einfach nicht mehr mitmachen. Ich glaube, mit dieser riesen Grauzone müssen wir jetzt umgehen lernen. Und was Frau Paus da vorgeschlagen, was Sie vorgeschlagen haben, ist im Moment der einzige Weg. Wir nutzen was, solange wir das Gefühl haben, es ist richtig. Das bedeutet nämlich nicht, und das ist das Nächste, dass man sich darüber keine Gedanken machen muss. Man muss sich darüber Gedanken machen. Datenschutz ist maximal wichtig, also viel wichtiger als den meisten Leuten, das jetzt klar ist. Aber viele Dinge sind maximal wichtig, Wertesysteme zum Beispiel, und trotzdem können wir keine Eindeutigkeit herstellen. Das heißt, wir kümmern uns drum, wir denken drüber nach, aber wir nutzen trotzdem jetzt das, wo wir merken, dass davon glauben wir im Moment, dass es okay ist. Und wenn sich in 2 Jahren rausstellt, dass es dann halt doch nicht perfekt war, dann verbessern wir es. Und dann verbessern wir es wieder und verbessern wir es wieder. Eine andere Möglichkeit haben wir im Moment nicht als dieses Schritt für Schritt für Schritt, weil sich die Welt zu schnell, zu stark verändert hat. Vielen Dank. Gibt es noch ein Wort zum Datenschutz? Sonst würde ich das Thema verlassen, beziehungsweise mit Christiane von Schachtmeier weitermachen, die jetzt die Stelle von Martin Roth im Off eingenommen hat. Und ich gebe sozusagen an die Fragen im Publikum durch das Medium von Christiane vermittelt. Ja, ganz herzlichen Dank. Der Chat ist lebhaft und es geht eigentlich um das Thema Wirksamkeit und Pragmatismus. Wie stark können wir unsere Augen öffnen, um zu bestimmten Fragen zu kommen? Ich habe eine allgemeine Frage, eine Frage an Frau Knapp und eine Frage an Frau Pauster. Ich würde anfangen mit der Frage an Frau Knapp, weil die gerade so schön in Schwung war. Die Frage lautet, wie können Lehrerinnen mehr Unsicherheitskompetenz erlangen? Ich würde sagen, wir machen das nicht sammeln, sondern wir machen das immer direkt. Okay. Das ist tatsächlich nicht nur eine Frage für Lehrerinnen und Lehrer, sondern das ist eine Frage für jeden von uns, weil wir ja alle erst lernen müssen, mit dieser neuen Welt irgendwie zurechtzukommen. Und vielleicht habe ich ein kleines bisschen Vorsprung, weil ich es ein paar Jahre früher gesehen habe, dass wir jetzt in dieser Welt leben, wo das eine der wichtigsten Kernkompetenzen ist.
Aber das Erste, was ich sagen möchte, ist, dass wir eigentlich vom Leben alle ziemlich gut ausgestattet wurden, um mit Unsicherheit umzugehen. Das Leben würde gar nicht funktionieren, wenn wir nicht, ohne irgendwas lernen zu müssten, Kompetenzen mitbekommen hätten, die uns das ermöglichen. Und eine der Kernkompetenzen, die wir haben, ist beispielsweise, ist, was alles Lebendige hat, diese Kompetenz, dass wenn wir uns angegriffen fühlen, wenn irgendwas mit uns passiert, wenn wir verletzt werden, dass unser Körper die Möglichkeit hat, das irgendwie zu reparieren, das wiederherzustellen. Und diese Kompetenz haben wir auch im psychologischen Bereich. Darüber wird auch seit etwa 10 Jahren, seit man begriffen hat, dass das jetzt ein Thema ist, diskutiert. Und diese Kompetenz heißt Resilienz. Und Resilienz ist ein Begriff aus der Materialphysik. Und der bezeichnet die Fähigkeit eines Menschen, in seinen ursprünglichen Zustand wieder zurückzufinden, wenn jemand von außen darauf irgendwie eingewirkt hat, so dass man nicht mehr das Gefühl hat, man ist noch man selber. Und das ist der Kern sozusagen jeder Unsicherheitskompetenz, liegt in diesem sperrigen Begriff Resilienz. Also dass ich mit meiner Person, mit der Form, die ich habe, mit der Identität, mit der ich mich identifiziere, dass ich wieder zu mir selbst zurückfinden kann, wenn ich irgendwie verletzt wurde oder wenn mir zu viel Anforderungen kommen und so weiter. Und die große Frage ist ja, wie mache ich das? Das ist diese Frage, die man versucht hat, in den letzten 10 Jahren zu beantworten. Und die Antwort ist nicht so einfach, wie man sie gerne hätte, weil jeder nutzt dafür unterschiedliche Fähigkeiten. Aber es gibt eine Fähigkeit, die zentralste zu sein scheint und auf die niemand verzichten kann. Und jetzt sind wir wieder da, wo wir schon die ganze Zeit waren. Das ist die Fähigkeit, gelingende Beziehungen zu führen. Denn diese Fähigkeit stellt sicher, dass in Krisenzeiten Kräfte umverteilt werden können. Ja, wenn ich gelingende Beziehungen führe in meiner Schule mit den Lehrerinnen und Lehrern, wenn ich darauf ganz, ganz, ganz viel Wert lege, dass wir immer wieder miteinander in Kontakt kommen, miteinander in Beziehung sind, mit den Schülerinnen, mit den Lehrerinnen und so weiter, dann entsteht da ein Organismus, der größer ist als der oder die Einzelne, sodass Kräfte in schwierigen Zeiten umverteilt werden können. Und ich behaupte sogar, dass Resilienz nie die Eigenschaft eines einzelnen Menschen ist, also nicht einer Lehrerin oder eines Lehrers, der dann lernt, mit Dingen umzugehen, sondern immer, immer, immer die Eigenschaft eines Systems, die Eigenschaft eines LehrerInnen-Kollegiums, die Eigenschaft einer Schule, die Eigenschaft vielleicht sogar eines ganzen Landes. Und ich würde versuchen, diesen Fokus nicht auf diese Frage zu legen, wie kann der oder die Einzelne lernen, mit Unsicherheit umzugehen, sondern wie können wir alle gemeinsam lernen, damit umzugehen, weil es immer eine Frage ist, wie man sich gegenseitig stärken kann, wie man so in Beziehung kommt, dass Dinge abgefangen werden können. Das heißt, um die Frage kurz nochmal zu beantworten, indem Sie die Beziehungsqualität an Ihren Schulen so hoch wie möglich halten und darauf mehr Wert legen als je zuvor. Vielen Dank für diese Einschätzung. Wir machen weiter mit Frage 2. Dankeschön. Von Martin Sassenberg ist diese Frage und ich glaube, sie richtet sich ein bisschen mehr an Herrn Marz. Es geht um das Verhältnis zwischen digitaler und analoger Bildung. Es geht um das Verhältnis von alten, althergebrachten Forschungsergebnissen und neuen. Seine Frage ist, wie werden zum Beispiel bei dem Thema Leseverständnis Bildschirm versus Buch lang bekannte Kenntnisse in den Digitalisierungsprozess mit einbezogen? Ja, das ist eine wirklich sehr spannende Frage, die aber nochmal darauf hindeutet, es gibt ja nicht die wissenschaftliche Erkenntnis. Der Kern von Wissenschaft ist ja, dass es immer ein Diskurs ist. Und wir haben in den letzten Monaten ja gesehen, dass Wissenschaft meines Erachtens eine völlig falsche Rolle bekommen hat, indem man sagt, eine Studie und das ist das Ergebnis. Das ist mitnichten der Fall, sondern eine Studie regt ein Ergebnis an und führt zu einem Prozess, zu einem iterativen Prozess. Und genau das macht Wissenschaft aus. Also die erste Antwort wäre, dass Wissenschaft in der aktuellen Situation meines Erachtens falsch verstanden wird, weil man falsche Erwartungen an Wissenschaft hat. Dass man sagt, das Ergebnis einer Studie hat gezeigt das und so ist es. Es kann die nächste Studie dieses Ergebnis widerlegen. Und genau das versucht man ja als Wissenschaftler. Ich versuche ja dann eine neue Hypothese zu finden oder eine Hypothese zu widerlegen. Wie kann man das machen? Ich glaube, es gibt an vielen Schulen exzellente Beispiele, wie man versucht, analog und digital miteinander zu kombinieren, wie man versucht,
Unterstützungsangebote, die diese Ferien-App, die ich vorhin im Vortrag erwähnt habe, in den Schulalltag zu integrieren, indem die Kinder natürlich mit Papier und Bleistift und Füller arbeiten, aber gleichzeitig auch mit einem Tablet oder mit einem Smartphone. Und wir brauchen Forschung, meines Erachtens, die das noch viel stärker mit in den Blick nimmt und die diese Verknüpfung auch zum Forschungsgegenstand macht. Das gibt es so noch nicht. Wir denken hier oftmals immer noch sehr einseitig. Entweder sind wir in der einen Welt oder in der anderen Welt. Dass aber die Realität letztendlich so aussieht, dass diese beiden Welten zusammengehen, das ist noch neu. Und auch da muss man mit Unsicherheit umgehen. Auch da müssen wir akzeptieren, dass nicht alles funktionieren wird, was wir versuchen, sowohl in der Schulpraxis, in der Schulleitung als auch in der Wissenschaft. Ich würde das, was Sie gerade gesagt haben, vielleicht in meiner Sprache noch ein bisschen einfacher formulieren. Ich glaube, wenn man mit Unsicherheit in der Schule umgeht, dann ist die Beziehung wichtig. Dann ist es wichtig, dass Sie als Kollegium, als Team funktionieren und dass Sie sich eingestehen, dass Entscheidungen, die Sie heute getroffen haben, morgen möglicherweise überholt werden müssen, weil sie nicht mehr stimmen. Und Sie brauchen eine gute Kommunikationsstruktur, um das sowohl ins Kollegium zu kriegen, als auch an die Schülerinnen und Schüler und deren Eltern. Sie brauchen Plausibilitäten. Und das ist das, was meines Erachtens in den letzten Monaten auch gefehlt hat. Wir wurden mit Entscheidungen konfrontiert, die sich niemand erklärt hat. Und es gibt auch jetzt noch völlig absurde, oder ja jetzt teilweise oder noch vor den Sommerferien, man hat die Lerngruppen halbiert. Alles richtig, aber im Ganztag und im Hort waren wieder alle zusammen, wo man gesagt hat, was soll das jetzt? Und genau solche Dinge, glaube ich, da kann man auch, wenn man mit Unsicherheit umgeht, ganz viel mit arbeiten und auch die Frage nochmal auf die Verknüpfung von analog und digitaler Welt. Frage 3 in erster Linie an Frau Pauster. Wie schätzen Sie die Bedeutsamkeit einer schulübergreifenden Verzahnung ein mit Schülern, Lehrkräften, Experten, Künstlerinnen, Unternehmen, Digitalexperten und so weiter und so fort? Sehr hoch. Ich habe mal vor ein paar Monaten gesagt, warum gehen wir eigentlich mit unseren Schulklassen am Projekttag immer ins Museum oder an einen öffentlichen Ort? Wieso besuchen wir uns nicht mal als Schulen gegenseitig? Weil jeder, und das hatten wir jetzt auch schon in der Diskussion, kämpft ja eigentlich mit den gleichen Themen. Und jetzt gibt es sicher Schulen, die sagen, wir haben einen Schwerpunkt gesetzt. Wir haben vielleicht eine Werkstatt, ob das jetzt eine digitale Werkstatt oder eine echte ist. Und wir haben einen Schwerpunkt im Handwerklichen gesetzt. Und die nächste sagt, wir haben einen MINT-Schwerpunkt. Wir haben hier schon 3D-Drucker stehen oder haben vielleicht schon länger digitale Geräte. Und wenn jede Schule eigentlich gerade vor den gleichen Herausforderungen steht, dann gibt es einerseits die Möglichkeit, physisch viel mehr miteinander zu arbeiten, aber auch natürlich digital voneinander zu lernen. Und das gilt eben auch in Richtung Kultur, Unternehmen, Wissenschaft. Wir haben in Deutschland immer dieses Gefühl, wenn die Wirtschaft sich mit Schule beschäftigt, dann ist das der Anfang vom Ende. Dann kommen jetzt irgendwelche Leute, die wollen uns was verkaufen, die wollen Geld machen auf dem Rücken unserer Schüler und Schülerinnen. Und das ist sicherlich auch nicht unberechtigt, wenn man da jetzt irgendwie die Schule zu einer Werbeveranstaltung macht. Aber wenn man Know-how aus Unternehmen auf Schulen überträgt, und ich gebe mal ein Beispiel. Die Unternehmen standen ja vor genau der gleichen Herausforderung jetzt in Corona-Zeiten, wenn sie eben noch nicht für jeden Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin ein Gerät hatten, wenn sie noch nicht wussten, wie kommunizieren wir jetzt eigentlich zusammen, wie hält man auch so eine Kultur am Leben, wenn plötzlich jeder zu Hause sitzt. So, und da kann man doch voneinander lernen. Und viele Unternehmen sind schon viel weiter beim Thema Digitalisierung, weil das Geld natürlich ganz anders fließt. Und jetzt hatte ich einen ganz tollen Gastbeitrag, den jemand geschrieben hat, der gesagt hat, ich habe bisher große Unternehmen digitalisiert und gesagt, wie kauft man eigentlich zentral Hardware ein und worauf muss man da achten und wie verhandelt man die Preise und wie stellt man sicher, dass man nicht Geräte kauft, die keiner braucht und wie sind die Wartungsverträge und so. Na her mit den Infos, ja. Also die Wartungsverträge brauchen wir genauso an den Schulen. Und ich bin großer Fan davon, dass wir sagen, lass uns doch lieber in Deutschland und in Europa mehr zusammenarbeiten und voneinander lernen, statt immer außereuropäische Lösungen bei uns zu implementieren, von denen wir eigentlich keine Ahnung haben. Und uns nicht immer so wegzuschieben und zu sagen, was will die denn jetzt? Und was hat der denn jetzt für vielleicht Partikularinteressen? Am Ende ist es unser Land, was wir hier zusammen voranbringen wollen. Vielleicht dazu noch kurz Jakob Schomann, weil ich weiß, dass das Forum Bildung der Digitalisierung gerade genau bei diesem Öffnen des Rausgehens an Schulen und so weiter und dem Transfer Praxis-Wissenschaft sehr viel Herz sozusagen dran setzt, das zu verbessern.
Ja, genau, ich habe es vorher erwähnt, also die akteursübergreifende Zusammenarbeit, und das geht ja in allen Bereichen. Ich glaube, Schulleitungen müssen mehr miteinander zusammenarbeiten. Ich habe es gelernt, die besten Tipps und Tricks habe ich bekommen, wenn ich bei dem Kollegen angerufen habe und nicht bei der Senatsverwaltung nachgefragt. Und das gilt, glaube ich... Das war aber noch in Dänemark, oder? Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Das war natürlich nicht in Berlin. Ja. Nein, aber ich glaube, das brauchen wir in allen Bereichen. Wir brauchen die professionelle Lerngemeinschaften. Wir brauchen, dass Schülerinnen und Schüler voneinander lernen. Und das ist ja auch wirklich da, wo die Handlungsraum des Schulleitungs, was braucht Schulleitung, um wirksam zu sein, steht ja überall. Und ich glaube, partizipative Prozesse in die Wege zu leiten, ist ein wichtiges Thema. Wir vom Forum Bildung und Digitalisierung arbeiten gerade am großen Projekt mit Schulträger und Schulleitungen, dass die ordentlich zusammenarbeiten, um genau dieses Thema Wartung, Fehleinkäufe, wie nutzen wir sozusagen das beste Wissen, um die Konzepte, die pädagogisch sinnvoll sind, mit Geräten zu verknüpfen, sodass wir nicht nur über Technik sprechen, aber wirklich über gute Pädagogik. Aber da fehlt sozusagen die Plattform oft, wo man sich austauschen kann. Es fehlt, muss man leider auch, das hören wir von vielen Schulträgern, auch die Zeit, sich mit, die sind auch personell überfordert oder unterbesetzt, so ist das. Und das fördert ja leider nicht die Zusammenarbeit. Aber genau das brauchen wir, um gute Konzepte da zu machen. Schülerinnen und Schüler, Eltern in Prozesse einbinden. Aber wir wissen auch, Demokratie und demokratische Prozesse sind auch langsam und brauchen Zeit. Aber wir müssen uns die Zeit nehmen und wir müssen das wirklich gut miteinander verknüpfen. Wir probieren jetzt gerade auch mit dem LISUM neue Wege in der Weiterbildung für Schulleitungen zu gehen. Und ich glaube, das sind alle Schritte, die in der richtige Richtung gehen. Ich würde das gerne... Wunderbar. Sie können das gerne kommentieren. Ich wollte nur sagen, wir haben noch 3 Minuten. Okay. Ich würde dann eine Schlussrunde machen, aber das nehmen wir noch kurz mit rein. Ja, vielleicht nur als kleinen Kommentar. Also, dass man ganz viel von den Kollegen lernt, alles richtig, das muss man unterstützen. Gleichzeitig muss man aber die Ministerien und Verwaltung, Administration in der Verantwortung lassen. Und auch da müssen Veränderungsprozesse stattfinden, weil da ist hohe Kompetenz und die muss sich aber auch ändern. Deswegen ist es ganz wichtig, die mitzunehmen als ganz zentrale Akteure. Gut, wir machen jetzt eine Schlussrunde. Ich würde vorschlagen, wir machen die von links nach rechts und würde Sie bitten, den Aspekt Bildungsgerechtigkeit, die sozialen Folgen, die sind in allen Vorträgen angeklungen. Deswegen finde ich das nicht schlimm, dass wir das jetzt hier nicht so ausführlich diskutiert haben, wie das eigentlich wünschenswert gewesen wäre. Herr Marz hatte eben angedeutet, nach PISA kam sozusagen Schock, dann hat sich einiges verbessert und jetzt, 20 Jahre danach, ist die Situation aber eigentlich nicht substanziell besser geworden. Und ich würde deswegen für die Schlussrunde vorschlagen, 1, 2 Sätze dazu. Ich weiß, es ist herausforderungsvoll, Sie schaffen das alle, da bin ich mir ganz sicher. Was muss denn jetzt geschehen, damit wir in 20 Jahren nicht wieder feststellen müssen, dass der ganze Elan und das ganze Engagement doch letztlich ziemlich schnell verpufft ist? Was wäre da so das Wichtigste für Sie? Ist es die Fortbildung, ist es die Infrastruktur? Ich mache mal die Runde. Genau, also das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass alle das jetzt wollen. Ich glaube, dass das immer noch heißt, dass es ganz verschiedene Herausforderungen gibt. Und da wäre es jetzt auch schwierig zu sagen, welches jetzt die erste und die wichtigste ist. Aber bisher hatten wir sehr starke Bedenken, ob wir das überhaupt müssen. Und jetzt spürt man einen Aufbruch des Wollens. Und ich glaube, der wird uns zum Ziel bringen. Weil das ist ein dickes Brett, das habe ich vorhin gesagt. Und das wird nur funktionieren, wenn wir da alle zusammen dran bohren und nicht jeder an anderer Stelle loslegt. Und insofern ist mein Hoffnungsschimmer, warum wir in 20 Jahren hier hoffentlich nicht sitzen und sagen, da gab es mal Corona und da war da mal kurzfristig viel Energie im System, dass wir das jetzt wirklich nicht mehr aus den Augen verlieren, auch wenn Corona irgendwann wieder weg ist. Danke. Herr Schamann, was macht Ihnen Hoffnung? Oder was brauchen wir? Mir macht es Hoffnung, dass es jetzt über die Chancen der Digitalisierung gesprochen wird. Und ich glaube, da müssen wir wirklich auch den Fokus setzen, dass der Nutzung dieser neuen Geräte und Anwendungen wirklich auch pädagogisch sinnvoll und angepasst an das pädagogische Konzept ist. So, dass wir die Fehlentscheidungen oder Fehlinvestitionen versuchen zu vermeiden. Und denn dazu ist wichtig, wenn wir über Chancengerechtigkeit oder Bildungsgerechtigkeit sprechen, da wird ein Tablet oder ein neues digitales Schulbuch nicht das alles verändern. Das heißt, wir müssen in anderen Bereichen investieren auch. Das heißt, Ganztag ausbauen, wir müssen sicherstellen, multiprofessionelle Teams, dass Lehrkräfte nicht alleine stehen, dass die SIBUs, dass die Schulpsychologen besser an den Schulen kommen. Also hat die Digitalisierung und die Möglichkeiten und Chancen der Digitalisierung viel zu bieten, wenn es in Samklang ist mit
ein Schwerpunkt Ganztag, besonders für die frühkindliche Beziehung und die Grundschulen, würde ich sagen. Vielen Dank. Frau Knapp. Ich bin Philosophin, deshalb ist mir vor allem wichtig, dass wir begreifen, was jetzt gerade passiert. Dass es hier nicht nur um Technik geht, um technische Aufrüstung und technische Kompetenzen, sondern dass es darum geht, zu verstehen, und zwar wirklich mit seinem ganzen Gefühlsleben zu verstehen, was für eine vollkommen neue Situation wir mit durch die Digitalisierung haben. Dass wir eben ständig alle 24 Stunden täglich in vielen verschiedenen Welten gleichzeitig leben. Und dass ständig, während wir in einer Welt sind, aus einer anderen Welt, Nachrichten reinkommen, Nachrichten rausgehen. Dass wir also lernen müssen, in unterschiedlichen Universen zur gleichen Zeit zu existieren. Und dass das eine so neue Herausforderung ist, dass sich der ganze Aufwand lohnt. Ja, dass es eine ganz andere Welt ist und eine ganz andere Situation, in der wir uns befinden, als noch vor 15 Jahren. Danke. Ich wäre jetzt fast geneigt zu sagen, ich würde uns wünschen, dass es uns gelingt, ab und zu mal die Verbindung zu dem einen oder anderen Universum zu kappen und zu sagen, lass da jetzt reinprasseln, was will, das interessiert mich nicht. Ich glaube, das brauchen wir auch. Zwei Punkte. Digitalisierung ist ja eine Herausforderung, aber nicht die alleinige. Nur, wir haben die Bildungsgerechtigkeit schon genannt. Eine weitere, wahrscheinlich genauso zentrale Herausforderung wird es auch in Zukunft sein, mit Heterogenität umzugehen im schulischen Kontext. Also die Leistungsspreizungen werden heute größer sein als vor der Pandemie beispielsweise. Und wenn wir nichts tun, werden sie noch größer werden. Meine Hoffnung ist, auch mit Blick auf 20 Jahre nach PISA, dass wann immer wir Probleme im System identifizieren, nicht schnell irgendein Programm entwickeln, eine Maßnahme und die auf diese Problemlage setzen. Weil die ist eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Weil wenn man Forschung ernst nimmt, dann wissen wir, die Probleme entstehen nicht da, wo sie sichtbar werden, sondern wir müssen viel früher anfangen. Auch die Tatsache, dass wir keine digitale Ausstattung an den Schulen haben, wird nicht damit geholfen sein, dass wir die Schulen digital ausstatten. Das wird wenig am Grundproblem ändern. Das heißt, also nach hinten schauen, wo liegen die Ursachen des Problems und was wir dann brauchen, insbesondere bei der Frage von Bildungsgerechtigkeit und dem Rückbau von Leistungsrückständen, wir brauchen langen Atem. Maßnahmen, die ein, zwei Monate, ein Schuljahr andauern, werden nicht funktionieren, sondern wir werden über längere Zeit, über Jahre hinweg Maßnahmen implementieren müssen, die auch aufeinander aufbauen und viel stärker auch das Lernen im Lebensverlauf thematisieren. Dass das nicht nur punktuell stattfindet, sondern dass es hier Bildungsketten gibt und diese auch in Zukunft noch stärker miteinander zu verbinden. Da würde ich mich freuen, wenn man das stärker sieht. Und da sehe ich auch eine gewisse Chance, dass man da das ein oder andere angehen kann. Vielen Dank. Ich danke Ihnen für Ihre Diskussionsfreudigkeit hier und die Themen, die wir dann in der Dreiviertelstunde doch alle bearbeiten konnten, ohne sie, glaube ich, nur zu streifen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wir machen sozusagen für heute im Böll-Studio Schluss. Heute Nachmittag geht es weiter mit den Schulleiterinnen und Schulleitern, die für die analoge Tagung angemeldet haben und sich beim LISUM registriert haben. Das können wir nicht für alle machen, weil es in der Plattform AlphaView ist. Ich gucke zu Martin rüber, habe ich jetzt alles gesagt oder willst du noch was ergänzen? Dann würde ich dich doch einfach bitten, stell dich hier vor uns und mach du die Abmoderation. Ich sage tschüss und danke für die Aufmerksamkeit. Okay, eine kurze Nachricht noch. Um 13.15 Uhr geht es weiter auf AlphaView. Wir sind aber jetzt schon im Raum. Also wenn Sie irgendwelche technischen Fragen haben, Sie haben die Telefonnummer bekommen, Sie haben die Übersicht bekommen, Sie haben die Links bekommen. Wir sind jetzt die nächste Stunde für Sie da, um irgendwelche technischen Fragen aller Art zu klären. Und jetzt eine schöne Mittagspause Ihnen.